Ja, fantastico. Ich sage erstmal einen wunderschönen guten Morgen, liebe Webinar-Teilnehmer, an diesem herrlichen 26. Februar. Ich grüße euch ganz herzlich zum JFD Live-Event. Heute Scalp Trading mit Dennis Görtler und seinen Tools. Wunderbar, der Raum füllt sich hier im guten Maße. Ich hoffe, er platzt auch heute aus den Nähten. Wir haben viele Anmeldungen und ich habe auch schon schönes Feedback, dass das Bild zu sehen ist und Ton zu hören. Ich begrüße euch bei JFD Brokers und unserem Live-Event. Wie gesagt, Chris Kämmerer, mein Name und heute unser Gast bei diesem Live-Event, unser Partner Dennis Görtler. Riesengeschichte, toller Mann. Wir haben hier unsere Kooperation im vergangenen Jahr gestartet und sie wächst und gedeiht. Und insofern haben wir auch ein Schmänkerle für euch. Dazu kommen wir dann aber noch im weiteren Webinarverlauf. Heute soll es ja, wie gesagt, um das Trading gehen, um die Nutzung von Tools, um die Möglichkeit, wie man am Markt partizipieren kann. Und da wollen wir gar nicht so viel Vorrede verlieren, sondern wollen euch dann praktisch gleich mal abholen und an der Stelle und sozusagen mitnehmen, um der Möglichkeiten eben, die hier der Dennis über seine jahrelange Erfahrung eruiert hat, um sich am Markt ja zu orientieren. Und wie er das macht, das wird er uns dann gleich live zeigen. Und wir wissen alle, der DAX hat hier in Kürze sein Opening. Und deswegen werden wir auch alsbald rüberschalten direkt zum Dennis, um auch natürlich hier keine Zeit zu verlieren. Denn on the market ist ja das Thema. Und wie das, wie gesagt, der Dennis handhabt und nutzt und macht, darauf wollen wir gleich mal eingehen. Was ich euch noch kurz zeigen möchte, ist wie immer ein Risk Disclaimer. Ihr wisst es. Dies ist hier keine Handelsempfehlung, das will ich gleich mal vorweg schicken und da geht die Sirene an unserer Hauswand hier vorbei. Aufpassen, ihr handelt immer das, was ihr wollt, ohne Aufforderung, alles hier Marketing, Maßnahmen, Empfehlungen, keine Handelsanweisungen, was ihr seht und darum geht es am Ende des Tages. Jeder ist selbstverantwortlich und umso wichtiger beim Traden, dass man auch weiß, wie man sich denn orientiert und da, liebe Leute, will ich auch nur mitgeben, warum sind wir und Dennis zusammengekommen, den ich auch gleich dazu schalte, wie gesagt, ja, weil wir hier ja eine Symbiose praktisch bilden. Wir als Broker Schnittstelle zum Markt, fair, transparent mit all dem, was man als Trader sozusagen auch abrufen will und dann eben hier auch ohne irgendwelche Spielchen gegen den Kunden, Schrägstrich, Händler eben. Da gibt es genug, sage ich mal, Ungereimtheiten, die wir allein schon auch mit unserem Post-Trade-Report völlig transparent darstellen und drum schaut einfach mal rein, was hier abgeht. Zwei kleine Highlights und dann gebe ich direkt an Dennis ab. Den DAX könnt ihr mittlerweile bei uns zu 0,8 Punkten handeln und wir haben den kostenlosen Aktienhandel im Portfolio. Schaut hier oben beim Trading einfach mal ran, was wir denn so alles haben. Und da gibt es hier den kostenlosen Aktienhandel, echte Aktien, Dividendentitel, über 600 Stück und es werden weitere dazukommen. Also es wird hier das Portfolio weiter anschwellen. Und ihr habt die Möglichkeit, aus einem Konto heraus über 1000 Assets, Anlagevehikel zu traden. Und das ist doch etwas, wonach man strebt, wenn man Diversifikation betreiben will. So, jetzt doch mal gleich der langen Vorrede erstmal Abbruch getan. Und ich werde mal Dennis sein Mikrofon einschalten. Ganz kurz mal, Dennis, bevor ich dir den Bildschirm gebe, ich habe dich hier aktiviert. Du könntest, solltest jetzt zu hören sein. Gib doch mal laut. Hallöchen, Christian. Guten Morgen in die Runde. Herzliche Grüße aus Berlin, wenn ich soweit zu verstehen bin. Wenn man meinen Monitor sieht, dann bitte ich, was das angeht, um kurzes Feedback. Super, genau. Dann warten wir mal ab, ob das Feedback einströmt. Ich höre dich. Bildschirm wirst du gleich sehen, wenn ich ihn dir übergebe. Mein lieber Dennis und da, liebe Leute, wie gesagt, Dennis hat hier, wie gesagt, ja auch seine eigene Plattform, seine eigenen Serviceangebote, seine eigenen, sage ich mal, Anlagemöglichkeiten und drum ist es wirklich hier ein Fundament, was wir jetzt hier abgrasen können in den nächsten rund 2 Stunden. Dennis, wie gesagt, freue ich mich drauf. Ich werde dich jetzt gleich mal sozusagen zum Mitstreiter ernennen und dann kannst du auch direkt angreifen. So, dann geht's jetzt los. Bildschirmabfrage müsste jetzt bei dir sein, Dennis. Check mal. Sekunde. Und dann können wir auch gleich anfangen. Denn Dennis hat ja hier gewisse Setups, die hier auch den Markt covern vorm Opening. Und da sehe ich schon deinen Bildschirm. Liebe Teilnehmer. So, Oh. ich verlängere hier noch mein Genau, ihr müsstet ihn auch sehen im Kabel. Bildschirm. Genau, pass auf, dass du nicht übers Kabel stürzt oder vom Stuhl fällst im Eifer des So, Gefechts. du hörst mich? Ich Bildschirm ist sichtbar, ja, ne? höre ich dich sogar sehr, sehr laut. Jetzt höre ich dich sehr, sehr deutlich. Bildschirm ist auch sichtbar, wunderbar. Ich vermute, Gut. es passt. Dann kannst du übernehmen. Dennis, ich habe, wie gesagt, gar nicht so viel Vorrede verloren, weil der Markt geht gleich los. Wir werden das alles in den nächsten 1,5, 2 Stündchen schon noch aufwärmen. Jetzt erstmal dir
die Bühne und den Markt. Schöner Alles Fall. klar, Dankeschön dafür. Ich werde ganz kurz noch hier mein Headset noch einstellen. So, sag noch mal was, Piep. dass ich hier. Hörst du mich? Also du bist sehr, sehr gut zu Und hören. Also bitte wirklich klar, Mikrofon nicht. ich muss meine Lautstärke mal runterstellen. Also dich höre nicht ich das gut. Mikrofon, mein Headset. Ich höre dich wirklich gut, Das ist eine Dennis. gute Frage, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Also Dennis hat hier, wie gesagt, seine Taktiken, seine Vorgehensweisen. Und hier sehen wir, wie gesagt, Frage: schon. Hörst du dich doppelt? Nee, ne? Nee, passt, passt. Dir gehört sowieso die Bühne am Ende des Tages. Also so viel werde ich wahrscheinlich gar nicht sagen müssen, weil du bist ja auch ein alter Hase, was Webinare angeht. Das heißt, man muss dich ja hier gar nicht irgendwie, ja, anweisen, was du zu sagen hast, sondern das läuft ja alles bei dir automatisiert. Nee, passt, Dennis. Ich gebe dir das Wort, wenn es Fragen gibt, liebe Leute, nutzt den Chat. Ich werde das gern weiterleiten und wie gesagt, wir tauschen uns hier aus, betreiben schöne Konversationen on the market, sozusagen Traders Coffee at the Morning. Wir sitzen hier zusammen und philosophieren über den Markt. Wir können auch ein paar Hintergründe abfragen zu Dennis, seinem Werdegang und, und. Aber somit lassen wir mal den Markt und die Preise sprechen. Okay, dann lassen wir uns mal, starten wir mal mit der Übersicht. Wir haben jetzt 8:53 Uhr. Damit Sie ungefähr einschätzen können, wie das bei mir abläuft, dadurch, dass ich ja sowohl vollautomatisch als auch diskretionär unterwegs bin, zeige ich Ihnen zunächst erstmal unter anderem drei Strategien. Alle hier Echtgeldkonten. Wir traden Range Breakout, Volatilität, die ist zugegebenermaßen momentan relativ dünn. Das liegt mit der Brexit-Entscheidung zusammen. Entweder gibt es einen Hard Brexit, also einen geordneten Brexit oder einen ungeordneten Brexit. Vor dem Hintergrund zeigen sich die Finanzmärkte momentan, also gerade die Forex-Märkte, etwas schwankungsärmer. Ich trade hier den Zeitraum von 8 bis 9. Wir gucken uns das dann auch mal live an, wie die Orders in den Markt gelegt werden und haben hier drei Strategien, sowohl die erste Handelsstunde im Euro, US-Dollar, Euro-Yen und im DAX. Im DAX haben wir gegenwärtig eine Volatilität von 31 Punkten. Das ist nicht allzu viel. Die durchschnittliche Volatilität beträgt 55 Punkte. Also 55 Punkte macht der DAX so in der ersten Handelsstunde. Heute mit 31 zeigt auch wieder etwas weniger Volatilität. Wir haben 10,5 Pips im Euro in der ersten Handelsstunde. Prinzip dahinter ist klar, man hängt sich dann an das Hoch und an das Tief dieser Stunde. In 5 Minuten sind die EAs scharf geschaltet und dann sehen Sie das auch hier in den Live-Konten. Im Euro-Yen haben wir gegenwärtig in der ersten Handelsstunde eine Volatilität von 13,7 Pips. Und diese Strategien laufen, was das angeht, vollautomatisch. Das hat den Vorteil, dass ich mich während der Handelszeit auf den diskretionären Bereich konzentrieren kann. Wie sieht das so aus? Ich habe Ihnen das mal hier vorbereitet. Wenn man so eine DAX-Strategie handelt, gibt es nicht nur immer Gewinne, sondern auch Verluste. Das gehört zum Trading dazu. So sieht das aus, wenn man die Strategie eben über Jahre lang durchhandelt. Dazu gehören eben aber auch monatelange Phasen, wo man eben keine Gewinne macht. Ganz besonders sieht man das, glaube ich, hier. Wo ist das? Schriftfarbe auswählen. Wir haben jetzt hier diese Seitwärtsphase gehabt in der Strategie. Das waren rund 3,5 Monate. Also man hat 3,5 Monate im Prinzip für einen Eimer getradet. Ganz, ganz wichtig an der Stelle, der Markt hat nicht immer die gleiche Signallage beziehungsweise die gleiche Eigenschaft. Und dann ging es in den letzten, ja, 2, 3 Monaten nach oben. Also deutliche Gewinne konnte diese Strategie machen. Ja, und jetzt kam sie halt wieder zurück. Man sieht eben auch, dass so eine Strategie einen Trend hat und innerhalb dieses Trends gibt es eben auch Impuls und Korrektur. Also das zum Thema DAX-Strategie. Die Range-Breakout-Strategie im Euro-Yen kam jetzt, war im Drawdown, kam jetzt aus der Reaktion, aus dieser bullischen Flagge nach oben. Auch ganz interessant in der Form. Das heißt, die Strategie ist wieder günstig. Nicht jeder Tag muss gewinnbringend sein, aber in Summe muss die Strategie profitabel laufen. Und das ist der Grund, warum ich also erstmal einen großen Teil meiner Handelsgeschäfte vollautomatisch abwickle, damit ich eben die Zeit dann nutzen kann, um diskretionär zu arbeiten. Wir werden gleich zum diskretionären Teil kommen. Ich habe auch schon die Setups vorbereitet, gestern gescannt. Ich zeige Ihnen auch, wie mein Monitor ausschaut, weil ich dachte mir, okay, es wäre doch ganz interessant zu sehen, aus der Offline-Perspektive, also simpel tatsächlich mit Foto gearbeitet.
Weil mit einem Screenshot kann man das nicht so leicht darstellen. Und da bin ich mal gespannt. Ich schiebe mir jetzt mal hier relativ zügig die MetaTrader so hin, dass wir das Ganze auch parallel beobachten können. In 3 Minuten, wie gesagt, werden die Orders abgelegt. Und dann ist die Strategie für diesen Tag zumindest fertig. Also dann bleibt einem nichts mehr anderes übrig, außer abzuwarten, was der Markt machen wird. Gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Ich zeige das mal hier. So müsste das eigentlich übersichtlich sein. So, jetzt sehen wir die 3 Handelskonten. Links DAX, in der Mitte Euro US-Dollar, rechts Euro Yen. Und um Punkt 9 Uhr kommt es dann zur Orderaufgabe. Man legt unten und oben eine Order hin und ja, diesbezüglich, wo sich dann der Markt entscheidet, da hänge ich mich eben dran. Funktioniert nicht immer. Sie haben den Strategietrend gesehen, auch monatelang nicht. Aber wie gesagt, auf lange Sicht funktioniert das schon ganz gut. So, wir haben ja noch 1 Minute bis zur Markteröffnung. Ich will nur sicher, weil das, was wir jetzt machen, das ist halt wirklich meine private Handelsroutine. Das heißt, ich muss erst sicherstellen, dass alle EAs sauber und fachgerecht exekutieren. Deswegen muss ich das, was wir jetzt hier beobachten, das mache ich privat auch immer um 9 Uhr. Das heißt, um 9 Uhr ist meistens einfach Konzentrationsphase. Da muss man eben gucken, dass alles soweit ordentlich läuft. Und dann gehen wir auch in den Teil über, der auch viele interessiert, nämlich wie kann man händisch am Markt profitieren. Und ja, die Liste steht bereit in 1 Minute. Jetzt will ich erstmal sehen, weil hier sind noch 6, 7 andere Monitore und da laufen auch noch Strategien daher. Bin ich jetzt etwas weiter weg. Gut. Letzten 20 Sekunden laufen. Und dann sehen wir auch, wie das Ganze durchexekutiert wird. So, also 3, 2, 1 und zack. Gut, also wir haben hier die Orders gesetzt im Euro-US-Dollar und im Euro-Japanisch-Yen. Im DAX, jetzt wurde auch schon eine Position getriggert. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Range von 10,5 Pips, die short getriggert worden ist. Gehandelt wird das Ganze mit 1,5 Lot. Und ja, jetzt ist, was das angeht, für diese Strategie oder für den Tag ist jetzt das Ganze mit dieser Strategie vollendet. Der Markt kann jetzt hier durchziehen nach unten, er kann aber auch nach oben durchziehen. Also er kann jetzt machen, was er will. Und das ist der Punkt in der Form. Gut. Sell Stop im DAX wurde auch korrekt angelegt. Sie sehen das hier unten. Ich check das gerade mal bei mir. Ach so, die Position wird noch nicht angezeigt. Extras, Optionen. Trade Level anzeigen. Okay, das heißt, wir haben. Was haben wir? Im DAX machen wir es auch hier nochmal mit einer anderen Hintergrundfarbe. Vielleicht weiß, dann sieht man es besser. Obwohl. Machen wir es in so einem Dunkelgrau. So. Jetzt sieht man es besser. Also, im DAX wurde eine Short-Position angelegt. Für heute wird der zweite Ausbruch gehandelt aus der Box. Das heißt, oben der erste Ausbruch wird nicht gehandelt. Das ist kein guter Tag, um den zweiten Ausbruch zu handeln. Der Euro-Yen nähert sich auch so langsam dem Punkt, wo die Short-Order ausgelöst wird. Insgesamt mit 2,4 Lot wird das Ganze umgesetzt. Man sieht auch hier, der Euro-US-Dollar ist gerade 14, ja, und jetzt ist der Euro-Japanisch-Yen auch reingetriggert. Das heißt, wir sehen gerade, dass der Euro-US-Dollar 6,6 Euro oder 2,4 Euro vorne ist, Euro-Yen minus 45. Naja, und jetzt gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Also was kann der Markt jetzt machen? Er kann jetzt die Volatilität fortführen. Das heißt, der Markt zieht jetzt hier nach unten hindurch und bucht mich in den Gewinn. Es kann aber auch sein, dass der Markt nach oben geht und dann
hänge ich mich oben mit dran. Es geht also darum, dieses Stück mit zu traden. Und das sind so die zwei Möglichkeiten. Natürlich ist es, wäre auch noch eine Option, dass heute der Markt, was das angeht, einfach mal schlängert. Also das heißt, wir haben einen seitwärts getriebenen Markt. Das heißt, beide Positionen machen Verluste, sowohl die Short-Positionen auf der Unterseite als auch die Long-Positionen auf der Oberseite. Das gehört dazu. Das ist auch einer der Gründe, warum viele mit Strategien oder mit solchen Vorgehensweisen nicht umgehen können, weil sie natürlich jetzt erwarten, dass das mehrheitlich in den Gewinn geht und das vor allem auch heute. Ein einzelner Trade ist halt nicht aussagekräftig für eine Performance und dementsprechend, Sie müssen sich das so vorstellen, so eine Strategie ist, wenn Sie so wollen, wie so eine Art Fischerboot. Und Sie fahren jeden Morgen raus und werfen Ihre Netze aus. Und mal fangen Sie was und mal fangen Sie nichts. Mehrheitlich fangen Sie was. Aber nur weil Sie rausfahren und das Netz auswerfen, heißt es noch lange nicht, dass an diesem Tag auch alles funktionieren wird. Das hört sich leichter an als, oder leichter gesagt als getan, weil es ein ziemlich trockener Job ist. Sie sehen es ja auch selber. Jetzt sind erstmal die Positionen abgesetzt. Im DAX haben wir hier eine Pending Short Position. Wenn die getriggert wird bei 11.400, was ist das? Bei 11.425. Wenn der Markt die 11.425 Short triggert, dann gehe ich auch Short. Stop Loss sind dann 31 Punkte nach oben hin. Take Profit ist das Doppelte für den heutigen Tag, also 62 Punkte nach unten. In der DAX-Strategie, also im DAX verwende ich eine CRV-basierte Modellierung. Das bedeutet, normalerweise nehme ich das, was ich verlieren kann, das nehme ich auch im Gewinnfall. Ja, also das sieht man hier im Euro-US-Dollar sehr, sehr schön. Ich kann 10,5 Pips verlieren und 10,5 Pips gewinnen. So, und im DAX ist es etwas anders. Da nehme ich in den Ausbrüchen das Doppelte der Range. Das funktioniert auch ganz okay. Und ja, das ist jetzt erstmal, also ich handle über 30 Strategien. Wenn man jetzt nur diese drei Strategien beobachtet, dann hat man jetzt für den heutigen Tag dann eben Feierabend, wenn man nicht im diskretionären Bereich unterwegs ist. Ja, also das ist jetzt so der Punkt, wo man sagen kann, ab jetzt kann man Feierabend machen. Jetzt ist der Handelstag ja schon vorbei. So. Weil jetzt entscheidet der Markt, ob die Strategien Gewinn machen oder nicht. Man kann sich jetzt natürlich davor klemmen und sich das angucken. Und es wird Tage geben, da macht er Gewinn und da freut man sich. Und dann wird es Tage geben, da macht man Verlust und ärgert sich. Also das ist so ein bisschen wie, ja, Chartkino. Jetzt wird es heute funktionieren oder wird es heute nicht funktionieren. Ich will dabei nur in Erinnerung rufen, dass beispielsweise die Euro-Yen-Strategie, also das, was wir gerade traden, dass die auch mal, was das angeht, von Tag 300 bis Tag 460, also geschlagene 160 Tage, geschlagene 8 Monate, keine Gewinne gebracht hat. So, das heißt, man kann jetzt natürlich sich vor den Chart setzen und sagen, okay, da muss heute ein Gewinn rein. Oder da kommt eventuell ein Verlust. Und ich sehe das doch. Und ich weiß nicht was. Der Witz an dieser Volatilität ist, dass man sich, dass die mehrheitlich funktioniert. Das ist kein diskretionäres Handelssystem. Naja, und wenn man sich jetzt 8 Monate, man kann sich, wie gesagt, 8 Monate davor setzen und jetzt hoffen, dass das dann 8 Monate nach oben geht. Aber wer ist schon bereit, 8 Monate keine Gewinne zu machen? Und das ist genau der Punkt. Wer nicht bereit ist, Verluste in Kauf zu nehmen, wird auch keine Gewinne bekommen. Das war so, das ist so und das wird auch immer so bleiben. Daher, wenn man ein Problem mit Verlusten hat oder wenn man Probleme hat, Stop-Loss zu akzeptieren, zu kassieren vor allem auch, dann wird man keine Gewinne machen. So, und zum Beispiel die DAX Range Breakout Strategie hatte hier von Tag 380 bis Tag 500. Das sind so 120 Tage. Also 120 Handelstage, also rund 6 Monate. Das heißt, mit der einen Strategie hat man dann 6 Monate keine Gewinne gemacht. Und normalerweise geht es ja an der Börse um Gewinne. Eigentlich geht es an der Börse nur um Verluste.
Nämlich um das Managen der Verluste. So, das heißt, seien wir doch ehrlich, es liegt doch nicht an der Thematik, dass man Gewinne macht. Es gibt schon Gewinne. Das Problem ist doch nur, dass sie meistens von den Verlustphasen aufgefressen werden. Das heißt, die eigenen Fehler oder die Verlustphasen werfen einen mehr zurück, als man das mit den Gewinnen ausgleichen kann. Und das ist so ein bisschen das Problem. Man macht im Prinzip zwei Schritte zurück, anderthalb nach vorne. Und auch hier haben wir mehrere Monate gesehen, wo es keinen Sinn gemacht hat, scheinbar die Strategie zu handeln. Und dann hat sie dann doch Gewinne produziert. Und aber in der Phase kann man natürlich auch bei uns zum Beispiel bei Börsenmatrix, wo wir das anbieten, je nachdem, wie viele Strategien man handelt, ist es natürlich auch so, wenn man da zum falschen Zeitpunkt einsteigt und aussteigt, zwischenzeitlich die Positionsgrößen variiert, die Nerven verliert und so weiter und so fort. Das Schwierigste ist tatsächlich, das einfach eiskalt durchzuziehen. Ich kann nur davor warnen, da an den ganzen Geschichten rumzuspielen. Das heißt, wenn ich mir das jetzt so angucke, was hat der DAX in der Zeit gemacht, wo wir jetzt mal kurz über den theoretischen Teil gesprochen haben. Wobei, was heißt von dem theoretischen Teil? Wir haben ja jetzt Theorie und Praxis live vor Ort mit Live-Konten. Und mich interessiert ehrlich gesagt auch, Chris hat vorher gesagt, JFD ist fair. Wissen Sie, das Faire ist die eine Geschichte, aber das Wichtige ist vor allem auch die Exekution. Das heißt, JFD ist nicht nur fair, sondern hat einfach auch eine saubere Exekution. Also ich bin die Kooperation nicht eingegangen, jetzt weil man sich irgendwie mag, das ist sicherlich auch der Fall, sondern JFD steht für mich vorrangig hauptsächlich erstmal nur für reine Exekution. Ich möchte, dass meine Strategien eiskalt in den Markt untergebracht werden und ich habe da keine Lust auf irgendwelche Überraschungen. Also beispielsweise geht es genau um diese Frage, wenn wir uns das mal anschauen, wo wurde jetzt meine Short-Position getriggert? Ja, habe ich eine Menge Slippage bekommen oder nicht? Genauso wie auch im Euro-Yen. Ja, das heißt, ich möchte ja möglichst günstig rein. So, das heißt, ich bin genauso reingekommen. Nicht immer kommt man perfekt rein. Also das ist nun mal der offene Markt. Ja, da bei Market Makern ist das anders. Wenn man hier mit JFD tradet, hat man halt wirklich sehr, sehr schöne Kurse und das ist das Einzige, was mich interessiert, um es direkt zu formulieren. Ich bin Händler und Händler achten nur auf ihre Kosten und auf die saubere Exekution. Das heißt, die Kerzen müssen sitzen, die Latenz muss passen, der Spread muss passen und vor allem, ich darf nicht viel Slippage bekommen, weil sonst bringt mir die ganze Strategie nichts. Also daher, die Handelskosten werden brutal unterschätzt, weil es nun mal einen Unterschied macht. Zum Beispiel im Euro-Yen wurde ich ja short positioniert. So, es macht einen Unterschied, ob ich jedes Mal 5 oder 10 Mikropips oder ein Mikropip zu spät reinkomme. Weil wenn ich jeden Trade ein Pip zu viel zahle und ich trade 1000 Mal pro Jahr, sind das 1000 Pips. Das vergessen viele. 1000 Pips ist eine Menge. Und wenn man dann 30 US-Dollar pro Pip handelt, 3 Lot, dann ist das viel. Also jeder Mikropip zählt, jeder einzelne Mikropip. Und das ist einem vorher nicht so bewusst, weil die Handelskosten summieren sich und summieren sich und summieren sich und das wird dann letztendlich problematisch. Daher sind eben die Handelskosten das A und O und die saubere Exekution. Und da kann ich, wie gesagt, auch nur sagen, in Sachen DAX-Exekution ist JFD echt hervorragend, weil es gibt im DAX generell mehr Slippage. So, der DAX ist halt nicht so liquide und dafür, dass das nicht so liquide ist, bekommt man bei JFD exzellente Exekution. Ne? Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, wenn man jetzt so dieses Candle-Watching betreibt oder dieses Strategie-Watching, dann wird man, was das angeht, innerlich verrückt. Also man kriegt einen ziemlichen Sprung in der Schüssel, weil stellen Sie sich vor, wir würden jetzt 8 Monate lang zugucken und mal machen wir Gewinn, mal machen wir Verlust. Das heißt, in der Form gibt es hier auch nichts Aktives also es gibt nichts Aktives in der Steuerung. Ich glaube, bei den meisten ist es so, dass da irgendwie was im Kopf rattert, also eine Handelslogik.
Und dass man dann sagt, okay, kann der Short funktionieren, kann der Long funktionieren, aber ich bin damit eigentlich nicht einverstanden. Und warum muss der Stop-Loss da liegen und warum muss der Take-Profit da liegen? Und kann man es nicht dann doch komplett anders machen? Und eigentlich ist ja der Dow Jones noch interessant. Und die Schwierigkeit, und da merkt man das häufig, wenn solche Gedanken aufkommen, dann ist der Händler in sich und in seiner Identität noch nicht gefestigt. Das heißt, um es hart zu formulieren, ja? Ich wollte dich in deinem philosophischen Exkurs Hau nicht streiten. Das ist sehr, sehr gut, weil ich sag mal, du gibst hier viele Infos mit, die ja, zweifelsfrei wichtig sind, gerade auch mit dem Umgang eben, dass die Positionen mal anders laufen können, beziehungsweise dass es eben auch nicht nur 10 Trades bedarf, sondern mehrere 100 Trades, um überhaupt eine Strategie in eine Vergleichbarkeit der Profitabilität oder des Sinnes überhaupt zu bringen. Ich habe zwei Fragen, wenn ich die mal einwerfen kann. ja, sicher, aber wir haben Genau. was gemacht, hau auf. Genau, zwei Fragen ist recht wenig. Wie gesagt, wir sind sehr gut gefüllt, liebe Leute. Ich will nochmal aufrufen, hier Chris Kämmerer, Dennis Göttler, heute unser Speecher hier vorrangig. Deswegen stellt alle Fragen, die ihr wollt. Zwei Fragen sind drin, und zwar treten Sie beim DAX immer nur den zweiten Ausbruch und warum gibt es denn hier nur eine Short Order? Also zwei Fragen in einem sozusagen. Also tradest du immer nur die zweite Geschichte und warum beim DAX? Jetzt ist ja nur eine Sell-Stop-Order drin praktisch. Ja, gute Frage. Es gibt Tage, weil vielleicht da nochmal, um das Ganze nochmal in den schnellen Kontext zu bringen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es einige gibt, die sagen, hä, erster Ausbruch, zweiter Ausbruch, was redet der Typ da eigentlich? Also wir schauen uns das nochmal in der ganz kurzen Theorie an. Wir haben hier 8 Uhr, wir haben hier 9 Uhr. In dieser Zeit macht der DAX irgendwas. Der wird steigen, der wird fallen, der kriegt einen Ausraster. Sie kennen den DAX selber. Das heißt, manchmal gibt es Tage, da schießt er direkt nach oben und bleibt da oben. So, da gibt aber auch Tage, da kommt er von oben, fällt direkt, steigt dann wieder und eiert sich dann da irgendwie in der Mitte ein. So, das, was der da macht, da schaue ich mir an, wo ist das Tief, wo ist das Hoch? Lass es in dem Beispiel einfach mal sein. Das ist die, keine Ahnung was, 11.200. Das ist die 11.240. Das heißt, der DAX hat sich in der ersten Handelsstunde um 40 Punkte bewegt. Es geht noch nicht mal darum, in der Form, was er da gemacht hat. Ich will nur wissen, wie groß ist die Spanne? Weil es gibt Tage, da ist die erste Handelsstunde halt 300 Pips, 300 Punkte groß und manchmal nur 30. Und das ist eine sehr gute Messgröße für die Schnelligkeit des Marktes. Also wenn wir heute 880 Punkte oder 90 Punkte hätten oder 800 Mikropunkte, je nachdem, wie man es ausdrücken will, dann hat das ja auch eine Aussagekraft. Es spielt eine große Rolle. So, und es gibt eben Tage, generell kann man sagen, wenn der DAX das Hoch triggert, hängt man sich damit dran, beziehungsweise wenn der DAX das Tief triggert, hängt man sich damit dran. Na? Und das ist je nachdem, wann das passiert. Also nehmen wir mal an, der Markt würde so entlang laufen. Dann hätten wir zwei Ausbrüche. Einmal den Ausbruch Short, den er nicht gemacht hätte, und den Long. Und es gibt eben Tage, da funktioniert der erste Ausbruch, also die erste Richtungsentscheidung, besser. Und es gibt eben Tage, da funktioniert die zweite Richtungsentscheidung besser. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal von dieser Theorie wieder in die Praxis kommen, für heute hat er sich erstmal nach oben entschieden. Das heißt, er hat ja jetzt hier in der ersten Handelsstunde 31 Punkte gemacht. Wir sehen jetzt auch mal hier diesen Verlauf. Was ist eigentlich in der ersten Stunde passiert im DAX? Naja, wir haben hier eine Eröffnung gesehen. Dann ging der Markt etwas nach oben, etwas nach unten. Das Tief der Stunde wurde definiert. Und dann hat der Markt sich, was das angeht, hier oben festgebissen. Das heißt, in der Form Eröffnung rund bei 11.437. Also wir schreiben das mal hin, einfach das 437 im Open. Dann haben wir die 425 im Low und die rund 11.455, also 455 im High. So, das heißt, für den heutigen Handelstag hat er sich erst oben entschieden. Nur an dem heutigen Handelstag ist das statistisch kein guter Trade.
Wenn man das jetzt also beispielsweise für die letzten, weiß ich nicht, 10, 15, 16 Jahre analysieren wird, kann man ja machen. Dann wird man feststellen, dass an dem Handelstag das Ganze nicht so interessant ist. Das ist mehrheitlich einfach nicht profitabel. Und aus diesem Hintergrund wird der Trade einfach nicht gehandelt, sondern ich warte auf den, ich nehme heute nur den zweiten Ausbruch. Und da die erste Richtungsentscheidung heute long ist, wird also dementsprechend nur die Short-Seite aktiv gehandelt. Sehr, sehr gut. Ja, Das hast du das mal in der wieder Form. sauber didaktisch erklärt. Übrigens, Hans-Joachim, Grüße an der Stelle. Ottmar ist auch beantwortet. Guten Morgen noch. Gesprächsinfos kommen sehr gut an. Auch nochmal als Feedback für dich, Dennis. Das ist definitiv ein Punkt. Und jetzt gab es auch noch eine Frage, die sicherlich auch dem einen oder anderen auf dem Zünglein brennt. Und zwar die Frage war ja, also Scalp Trading. Ja, ist ja jemand hier wahrscheinlich sehr manuell diskretionär unterwegs. Und fragt halt, ob das jetzt um Scalp-Trading geht oder Breakout-Strategien. Ne? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Das ist, Dennis, also wenn ganz du kurz, von, okay. ja. Lass mich kurz, dann darfst du sofort. Also grundsätzlich hat ja Dennis hier den automatisierten Handel jetzt erstmal vorgestellt, der praktisch ein Teil von seinem täglichen Routineabläufen ist und die nimmt er jetzt noch schön auseinander und dann widmet er sich sozusagen dem anderen Part und da kommen wir noch hin, ob das jetzt Scalp-Trading im 1,5 oder ja, größere Timeframe sind, dann schon kein Scalp-Trading mehr, aber ob das nun im kurzfristigen oder mittelfristigen Timeframe ist, das werden wir uns anschauen. De facto auf jeden Fall. Folgt dir noch. Aber Sie haben ja noch reichlich Zeit, die wir auch zu nutzen wissen. Und deswegen geht es jetzt dann auch gleich weiter. Ich will das gleich nochmal wieder an dich übergeben. Vielen Dank für die Erklärung, kommt doch rein. Auf jeden Fall. Insofern, wenn ihr auch Fragen habt, ich rufe nochmal auf, schießt rein, bedient euch der Möglichkeit, uns zu fragen, brokerseitig, tradingseitig und alles weitere folgt noch. Wie gesagt, bleibt auch dabei. Wir haben, wie gesagt, auch noch ein Schmänkle für euch, gerade wenn es um Tools und Trading geht. Aber dazu später mehr. Okay. Naja, die Frage ist berechtigt. Zum Thema geht es nur um vollautomatisierte Strategien. Der Witz hinter der ganzen Angelegenheit ist einfach, um nochmal klarzumachen, wenn ich mich jetzt beispielsweise, weil ich muss ja Geld verdienen, so, und ich muss mit dem Handel Geld verdienen. Das heißt, ich muss zum einen Teil sicherstellen, dass ich gewisse Strategien immer durchhandle. So, das ist meine Baseline. Das heißt, diese Strategien sind tatsächlich meine Lifeline. Ohne die, weil Sie müssen sich das so vorstellen. Wir werden auch gleich in den diskretionären Teil kommen und ich habe da für Sie was Schönes vorbereitet. Sie werden dann auch sehen, wie wir da vorgehen und es wird dann auch hauptsächlich um den diskretionären Teil gehen. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt 2,5 Stunden lang jetzt angucken, was werden die Kerzen heute machen? Gibt es einen Verlust? Gibt es zwei Verluste? Gibt es einen Gewinn? Gibt es zwei Gewinne? Wie sieht der ganze Sachverhalt aus? Oder geht das Ganze zeitlich raus? Also das heißt, ich will Ihnen praktisch nur in diesem Webinar mehr oder weniger nicht weniger als 100% des Handelsalltages zeigen. Das heißt, mein Handelsalltag besteht immer daraus, dass ich in den ersten 15 bis 20 Minuten mir angucke, okay, was machen die Strategien, welche gehen long und short, wird alles sauber exekutiert, wie eröffnet der Markt, wie reagiert generell der Markt, nur dass ich erstmal sicherstelle, dass die Strategien sauber durchgeführt werden. Weil am Ende, und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, am Ende bezahlt mich diese Strategie. So. Und zu dieser Strategie on top kommen wir dann mit dem Präsenzhandel. Das heißt, dann suche ich mir noch selber Setups aus nach meinen charttechnischen Kriterien, die ich zusätzlich weghandle. Das heißt, mein Hauptjob besteht darin, erstmal hier den Krempel richtig wegzuexekutieren. Und wenn man sich fragt, weil wissen Sie, ich habe mehrere Jahre immer davor gesessen und ich habe hauptsächlich nur diskretionär gehandelt. Das kann man auch machen, nur wenn man jeden Tag 12 Stunden nur vor den Charts sitzt im M1, kriegt man einen an die Waffel. Das ist eine gute Methode und man kann damit Geld verdienen. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie irgendwie ein Taxiunternehmen haben, wollen Sie das nicht immer, wollen Sie den Kunden nicht immer mit dem Fahrrad transportieren? Dann ist es auch schön, wenn Sie sich ins Auto reinsetzen und einfach fahren. Das heißt, es ist ein und derselbe Job. Und die Frage ist, wofür wird man bezahlt? Und bezahlt wird man hier nur, indem man Regeln einhält. Dennis, Das heißt, mir ist das, ja? Entschuldigung, kannst den Satz immer noch, wenn ich so Sofort. einrufe, dann führ den Satz ruhig noch zu Ende. Ich hake danach. Aber pass auf,
Und zwar habe ich schon die Aufmerksamkeit. Also zwei Sachen. Erstmal, Andreas, Grüße an der Stelle. Webinaraufzeichnung gibt es natürlich. Du kannst dich gerne an unseren Support wenden. Die schicken dir dann den Link. Wir werden das hochladen, das Video entsprechend. Wer hier dann früher raus muss oder später das sich nochmal beim Abendtee anschauen mag, gar kein Thema, wird es geben. Dann die Frage, starten Sie auch um 9 Uhr? Oder früher den Euro-US-Handel wäre noch mal ein Thema. Übrigens, es lohnt auch unseren YouTube-Channel anzuschauen. Dennis selbst macht auch jeden Abend, zum Beispiel auch heute, Scalp-Trading. Also zu seinem Service gehört eben auch ein Dienstags-Webinar. Das ist aber dann kostenfrei, also praktisch dem Service exklusive zu sehen, bietet der Dennis dann immer am Abend auch eine Marktview an. Das findet heute Abend statt. Also für alle, die jetzt tagsüber, ja, dann los müssen, der Schuh drückt oder dann doch arbeiten müssen, falls sie berufstätig sind, ist da die Möglichkeit auch gegeben, am heutigen Abend, 19 Uhr, Dennis über die Schulter zu schauen. Schaut's da bei euch, bei uns auf der Website rein. Also ich werde jetzt erstmal die Links gleich mal reinstellen. Einerseits zum YouTube-Channel für Aufzeichnungen dieses Webinars und für frühere und dann auch nochmal den Link zu dem Webinar von heute Abend zum Dennis. Könnt ihr euch kostenfrei anmelden, ist ein Riesenthema. Und wie gesagt, alles andere folgt so im weiteren Webinarverlauf. Jetzt kommt noch eine Frage rein. Bernd, Grüße an dieser Stelle. British Pfund US-Dollar, wird nicht der Breakout gehandelt, fragt er an der Stelle, weil wir haben da auch eine Big Ben-Strategie bei mir im Stream schon gehandelt. Bernd ist da, sage ich mal, ein alter Hase bei mir im Stream und der Big Ben ist ja praktisch der Breakout vom Cable. Wie siehst du das, Dennis, an der Stelle? Gute Frage. British Pfund. Man kann dasselbe im British Pfund US-Dollar machen. Man kann das im British Pfund Japanisch Yen handeln. Beispielsweise gibt es eine Strategie, um vielleicht das britische Pfund mit zu besprechen, was auch nicht so viele kennen, glaube ich, aber durchaus ja in quantitativen Kreisen bekannt ist. Wenn so Die Frage ist ja auch immer, wann ist eigentlich die Eröffnung von dem Forex-Markt? Also, weil die Asiaten handeln da irgendwas um eins, dann kommen die Europäer irgendwie um acht, dann gibt es noch so eine Big Ben-Strategie oder das London Opening von 9 bis 10, dann kann man noch nachmittags irgendeinen Breakout handeln. Also man kann ja irgendwie immer irgendwelche Breakouts handeln. Manchmal ist Asien, manchmal London, manchmal USA. Einer der bekannteren Strategien oder einer der unbekannteren Strategien ist, dass man sich anguckt, was macht eigentlich das britische Pfund von 2 Uhr nachts bis 6:30 Uhr. Das ist der Hauptteil der Asia-Session. Und ja, da entsteht dann irgendeine Range. Und die kann man eben auch dann handeln ab 6:30 Uhr. Das heißt, man klinkt sich dann ein, wenn die Asiaten rausgehen. So, das ist der Witz an der Strategie ist eben, wenn das Hoch der Asia-Session getriggert wird, geht man long, beziehungsweise wenn man das Tief der Asia-Session getriggert hat, dann geht man short. So, und das ist letztendlich die Frage, was handle ich? Ist eine Frage, wer bist du? Das heißt, es gibt Leute, das sind so richtige Nachteulen. So, ich kenne Trader, bin ich schon seit Jahren mit befreundet, die traden irgendwelche Ranges mitten in der Nacht von 1 bis 2. Von 2 Uhr bis 6:30 Uhr, die sind hauptsächlich da aktiv, die mögen das da aktiv zu sein und gehen dann irgendwann so zwischen 9 und 10 schlafen und stehen dann so um 14 Uhr auf. Dann gibt es Leute, die sagen, ich habe einen normalen Job, ich will jetzt irgendeine Strategie traden, ich habe maßgeblich Zeit, mich um das zu kümmern, so zwischen 8 und 12. Da sitze ich zu Hause im Büro oder sitze im Job im Büro und kann nebenbei noch so ein paar Trades betreuen oder paar Strategien umsetzen, weil man sieht ja jetzt auch, die Umsetzung als solches ist relativ trocken. Wir haben jetzt hier schon darüber geredet, er hat unten eine Short-Position getriggert und ist dann einfach direkt angestiegen. Das ist halt so. Und in der Form tradet man dann eher in den Uhrzeiten, in denen man auch persönlich aktiv ist. Das heißt, was das angeht, ich handle halt gerne in diesem Zeitraum und das britische Pfund ist halt durchaus schon sehr volatil. Und das ist mir manchmal eine Spur zu volatil. Also manchmal hat man da so richtig Action drinne. Ich mag das tatsächlich eher gemäßigt, langweilig. Weil wenn man dann irgendwie mit 10, 15 Lot positioniert ist, dann ist das was anderes. Das heißt, das britische Pfund ist halt einfach ein anderer Charakter. Ne? Da knallt's halt mehr. Und das ist vielleicht auch geeigneter für den Einstieg. Ich mag es, je ruhiger, umso besser. Das ist für mich ein idealer Handelstag.
Es sind keine Überraschungen. Die Positionen werden exakt zu dem Preis exekutiert, wie ich sie haben möchte. Und dann liegt das in den Händen des Marktes. Mich interessiert das danach eh nicht mehr, was dann läuft. So. Und wenn aber jemand sagt, ich möchte doch eher den Puls der Märkte spüren oder ich möchte das eher, wir können uns ja auch mal die Range angucken. Das finde ich persönlich ganz interessant, da auch mal in der Form das britische Pfund zu begutachten, ist Dennis, ja kein Problem. Ja, hau raus. genau, zwei Sachen wieder mal. Also es kommt so immer so scheibchenweise rein, aber der Teilnehmerkreis wird auch immer größer. Das ist auch wunderbar. Neben dem, dass du es hier so nicely erklärst, geht es jetzt um zwei Sachen. Einmal, warum drei Konten als Frage und einmal, sind die Performance-Charts mit oder ohne Kommission? Die sind komplett ohne Handelskosten, damit ich daher den Slippage berechnen kann. Ich werde häufig gefragt, warum zeigst du eigentlich oder warum machst du das so, dass du hier diese Handelskurve ohne Kosten darstellst? Das hat den ganz einfachen Grund. Ich kann ja sehen, was sollte die Strategie theoretisch liefern, ohne Handelskosten in der Fiktion. Ja, und dann kann ich sehen, was ist live auf meinem Konto gelaufen? Wie viele Punkte sind denn netto übrig geblieben? Und wenn ich dann eben die Nettokurve habe und die Bruttokurve, dann ist die Differenz dazwischen simpel die Handelskosten. Dann so kann ich Broker überprüfen. Wenn ich eine Strategie direkt mit Handelskosten verwurschtle, dann habe ich keine Vergleichbarkeit. Und deswegen sage ich, ich bin bei JFD, weil ich da eben rein vom Testen her sehr gute Resultate habe. Weil wenn man natürlich jetzt diese Strategiekurve mal nimmt, unter der Berücksichtigung, dass die eben monatelang auch keine Gewinne machen kann oder auch Verluste auftreten, das kommt in Frage. So, das heißt, in der Praxis wird die Handelskurve ja irgendwie so aussehen. Da ist ja man unterschätzt das so ein bisschen. So, das heißt, das eine ist eben ich nenne das jetzt mal oben die Theorie und unten die Praxis. So, und die Differenz zwischen diesen Elementen sagt mir dann eben aus, man kann also beispielsweise so eine Strategie auf zwei Brokern laufen lassen und dann hat man ja, weiß man, okay, was wäre perfekt gewesen ohne Handelskosten? Und dann schaut man sich an, wie viele Punkte habe ich in der Praxis bei Broker A? Wie viele Punkte habe ich in der Praxis bei Broker B? Und dann weiß man aktuell, okay, wenn man so 100, 200 Trades exekutiert hat, da bin ich halt günstiger. Oder da habe ich durchschnittlich, bleibt mir mehr von der Theorie. Und das ist das eine. Also die eine Beantwortung der Frage. Wie ist das mit der Theorie und der Praxis? Die Theorie und die Praxis sind das Wichtigste. Damit entscheiden wir, ob der Broker gut oder schlecht ist. Weil, natürlich, JFD hat einen super Support und das stimmt alles, keine Frage. Aber ich sag's Ihnen, wie es ist. Echte Händler interessieren sich nur für die Handelskosten und für die Exekution und für die Sicherheit der Gelder. So. Und die meisten kümmern sich halt hauptsächlich darum, wohin geht der Markt heute? Welche Spekulationen könnte man an den Tag legen und so weiter und so fort. Und mir geht es nur darum, werden diese Orders so exekutiert, wie ich das haben will? JFD ist ein Partner und da muss das sauber laufen. Ne? Und jetzt zum Beispiel haben wir 9:30 Uhr, das heißt, ich bin in meiner Routine halbwegs durch. Das heißt, jetzt entweder wird der Markt nochmal oben durchbrechen und dann runterziehen, das heißt, es wird für den heutigen Tag zwei Verluste geben. Oder je nachdem, was halt die Strategie macht. Oder er wird halt hier nochmal drehen. Aber was das angeht, ist der Tag halt durch. Das heißt, es gibt nur noch die Möglichkeit, dass er hier den ersten in den Verlust macht und den zweiten in den Gewinn. Oder dass der zweite auch ein Verlust wird. Und das ist so diese eine Variante. Und er könnte natürlich auch noch in den Gewinn laufen. Das heißt, diese drei Optionen sind jetzt möglich. Genauso auch im Euro-Japanisch-Yen. So, das heißt, der Short Trade könnte ausgestoppt werden. Und der Long Trade übernimmt und geht in den Gewinn. Der Long Trade übernimmt und geht in den Verlust. Oder dritte Variante, der Euro-Yen fällt jetzt weiter nach unten und geht doch noch in den Gewinn. So, das heißt, es gibt drei Optionen, mit denen kann ich mich jetzt anfreunden, rebellieren, rumschreien oder auch mich freuen oder mich ärgern, wie auch immer. Aber so ist es halt nun mal. Und mit diesen drei Optionen muss ich klarkommen.
Es gibt Tage, da gibt es halt mehrere Verluste am Stück. Es gibt Tage, da gibt es mehrere Gewinne am Stück. Und ja, zum Beispiel ist auch, glaube ich, schwierig zu ertragen. Das sind, glaube ich, dann so die Situationen, wo die meisten auch abbrechen. Zum Beispiel heute wird ja der erste Ausbruch nicht gehandelt und der würde sogar Gewinn bringen, ja, aber halt nicht mehrheitlich. Das heißt, in der Form ist es eben so, dass das jetzt haben die Long-Positionen im Euro-US-Dollar übernommen. Das heißt, die erste Short-Position wurde ausgestoppt. Das heißt, für den heutigen Tag kann diese Strategie hier nur noch ausgleichen oder zwei Verluste machen. So, und zum Beispiel, wenn man jetzt den DAX betrachtet, könnte man ja sagen, na, das ist ja witzig, dass genau praktisch der Ausbruch, der nicht gehandelt wird, der macht heute Gewinn. Das ist so. Langfristig ist der aber Nullsummenspiel. Das heißt, langfristig macht man damit Verluste mit dem ersten Ausbruch. Also wenn ich den handeln würde, würde ich vielleicht für heute Gewinn machen, aber in einem Jahr würde ich weniger auf meinem Konto haben. Das dazu. Naja, und jetzt haben wir, was das angeht, im Euro-Japanisch-Yen eben hier oben die Long-Position getriggert und jetzt gibt's auch nur hier die zwei Varianten. Ne, und so verbringt man dann eben seinen Tag relativ unspektakulär. Jetzt haben wir, deswegen sehen Sie auch so um 9.30 Uhr ist dann für mich meistens dann auch vorbei. Dann hat man so seinen Tag durch. Man guckt sich an, was haben die Strategien so für den Anfang gemacht. Weil um 9.30 Uhr kommt entweder die Volatilität meistens für oder gegen ein. So, und jetzt sieht man auch hier wieder bei JFD ein sehr, sehr schönes Beispiel. Die Kerze, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber das ist viel, viel wichtiger. Die Kerze hier, die ist relativ zügig durchgeschossen. Und bei einem schlechten Broker, der hätte mich hier oben exekutiert. Das heißt, hier bei JFD habe ich exakt das bekommen, was ich bekommen wollte, nämlich die 125,87,8. Das heißt, für mich ist das ein hervorragender Trading-Tag, weil ich kein Slippage kassiert habe. So, und das ist ein normaler Handelstag, aber jeder Handelstag, wo das sauber exekutiert wird, ist ein guter Handelstag. Regeln sind alles. Kommen wir nun zum diskretionären Anteil. Wir werden immer wieder auf die Strategien zurückkommen. Jetzt geht es praktisch darum, wie bestreitet man den diskretionären Anteil. Wir haben relativ trocken begonnen, das ist mir auch klar. Das Problem ist nur, dass man an diesen, oder was heißt das Problem? Das Schöne an diesen Strategien ist, dass man lernt, sich an seine verdammten Regeln zu halten. Und den meisten springt das Messer in der Tasche auf oder ging mir ja auch am Anfang so, gerade am Anfang, nicht Sie, sondern am Anfang, dass man rebelliert, dass man im Kopf irgendwas abspult und man sich so ausgeliefert fühlt. So, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Gerade jetzt ist jetzt hier der erste Ausbruch in Verlust. Warum auch? Und war das nicht absehbar? Hätte ich das nicht verhindern können? Und dann kann ich Ihnen nur sagen, nein, Sie verhindern gar nichts. Niemand verhindert irgendwas. Der Markt ist viel zu stark. Das heißt, entweder Sie latschen dem König hinterher und tragen ihm die Pantoffeln hinterher und kriegen vom König dafür ab und an mal einen Goldtaler, oder Sie laufen vor, bestimmen, wie es laufen soll. Ja, dann köpft sie der König relativ schnell. Ne? Also wenn man praktisch für den Markt im Vorfeld entscheidet, wird das nichts. Und warum habe ich das gemacht? Damit es auch wichtig ist, sich selber zu beobachten. Weil ich bin persönlich ein sehr gebrochener Mensch. Gebrochen vom Markt. Ich bin erstmal mit einem Ego an den Markt gekommen. Und der Markt hat mein Ego so dermaßen zerrissen und kaputt gemacht, dass da nicht mehr viel von übrig blieb. Und dann fängt man an nachzudenken. Ne? Weil man eben nicht mit dem Ego voranschreiten kann. Es ist Demut. Aber das ist schwer zu erklären, weil die meisten ja Männer sind. Neulich habe ich mit zwei Frauen telefoniert, die angerufen haben. Die sind von vornherein demütig. Die handeln die Strategien durch. Die sagen sich, na ja, wenn das heute mal so ist, ist es so. Man merkt immer wieder, Männer haben dieses Verhalten in sich. Ne? Und wenn man diese einfachen Regeln nicht aushält, diese simple Strategien, und das ist ja jetzt wirklich nicht so schwierig. Wenn ich an Ihrer Stelle zuhören würde und ich wäre vielleicht 1-2 Jahre dabei, da würde ich sagen, wenn es so einfach ist, würde es jeder machen. Und das ist eben das Schöne daran, man muss es halt dann auch machen.
Und dann merkt man erst, wie schwierig es ist, sich an seine Regeln zu halten. Wenn man das mit diesen einfachen Strategien nicht kann, wird es schwierig. Warum? Kommen wir jetzt mal zu dem diskretionären Anteil. Ich habe Ihnen ja gesagt, mein Handelsalltag besteht nicht nur aus langweiligen Strategien. Das ist ein Bild, das ich gestern Abend noch gemacht habe. Wir gehen das mal in Detail durch. Wir haben hier 6 Monitore für den diskretionären Handel. In der Mitte der Monitor 1 hat hier, was das angeht, die Funktion der Detailanalyse. Das bedeutet, hier betrachte ich einen Basiswert. Wir haben 4 Zeiteinheiten. Sie sehen das auch hier im Monitor selbst. Wir haben also hier die M5-Zeiteinheit, die M15, H1 und Daily. Das heißt, wenn ich einen Basiswert betrachte, betrachte ich ihn immer ausnahmslos in 4 Zeiteinheiten. Da braucht man im Prinzip gar nicht, wie soll ich sagen, da braucht man gar nicht irgendwie sich nur auf einen 5-Minuten-Chart konzentrieren. Wir werden das auch gleich jetzt nochmal parallel mitmachen. Ich habe auch noch eine Liste für Sie vorbereitet, oder was heißt für Sie vorbereitet? Das ist meine Handelsliste für den heutigen Tag und die gehen wir halt durch. So, das heißt, in der Mitte, das ist so gesehen das Kernstück von allem. Wenn mich also irgendwas interessiert, dann schaue ich immer erstmal hier rein. Rechts laufen meine offenen Positionen, dadurch, dass ich meine Konten, ich zeige vieles öffentlich, aber ich zeige nicht alles. Das heißt, hier habe ich das weggemacht in der Form. Das heißt, hier laufen 5, 6 Terminals, um die Position zu managen. Links sehen Sie dann die Kurse. Damit wähle ich praktisch links an der Kursliste, wähle ich das aus, was im Monitor 1 angezeigt werden soll. Und dann sehen Sie auch schon links das sogenannte diskretionäre Profiling. Das heißt, das sind die Handelswerte, die für mich interessant sind. So, was für mich interessant ist, werden wir noch besprechen und warum es interessant ist und die Setups und die Handelschancen, die sich auch für Sie heute ergeben. Und jetzt kommen wir so gesehen zum Scanning-Teil. Das bedeutet, oben die Monitore, da laufen meine Charts, da haben wir auch 4 Zeiteinheiten von oben nach unten, also immer oben M5, M15, H1 Daily, von oben nach unten eine Reihe, wenn man so möchte, ist ein Basiswert und damit scanne ich halt die Märkte. Ja, das heißt, so sieht es bei mir aktuell aus, abgesehen davon, dass Tag bei mir ist, bei Ihnen vermutlich auch. Hängt aber auch davon ab, wo Sie letztendlich natürlich, von wo aus Sie zuschauen. Naja, und wenn ich jetzt also davor bin, mehr oder weniger konzentriere ich mich eben hauptsächlich auf den ersten Monitor und auf die Setup-Kursliste. Und diese Kursliste schauen wir uns jetzt mal an, weil jetzt gehen wir in den diskretionären Teil über. Hier haben wir jetzt noch gerade die Strategien offen. Wir werden immer mal wieder reinschalten und gucken, was die denn so nebenbei machen. Und jetzt sehen Sie auch, warum diese Strategien ganz okay sind und warum ich die Zeit brauche. Weil wenn ich jetzt in den diskretionären Bereich wechsle, dann sind die Charts aus dem Auge und aus dem Sinn. Das interessiert mich dann nicht mehr, was hier gewuselt wird, ob der Markt long oder short ist. Das heißt, das eine ist das Vollautomatische und jetzt gehen wir halt in den diskretionären Bereich. Und der diskretionäre Bereich ist davon vollkommen unabhängig. Das heißt, ich muss lernen, diese Dinge zu trennen. Zum Beispiel sehen wir jetzt auch hier, so schnell kann sich eben dann auch das Blatt wenden. Der erste Ausbruch im DAX, der ist zwar 20 Punkte nach oben gelaufen, wurde aber wieder abverkauft. Und das sieht man, jetzt sieht man so langsam vielleicht so ein bisschen die Statistik durchkommen, dass ich den ersten eben durchschnittlich nicht handle. Es wird, wie gesagt, eben Phasen geben, bricht er durch, wird aber auch Phasen geben, da knickt er weg. So viel also zum Thema Statistik und so viel zum Thema Handelslogik. Gut, dann zum Thema diskretionäres Trading. Wir haben hier jetzt den Hauptmonitor, das, was ich Ihnen im Bild gezeigt habe, Monitor 1. Das ist auch der Euro-US-Dollar. Und hier sehen Sie jetzt die Liste, die wir für heute durchgehen werden. Das ist das, was mich interessiert, wenn Sie so wollen, mein eigenes Handelsbuch, ein Einblick. Ich zeige das deshalb so offen, weil es sind einfach nur einzelne Trades und man muss es eh jeden Tag umsetzen. Das heißt, es ist kein Geheimnis.
in der Form. Ich habe, was das angeht, 6 Währungspaare, die mich interessieren, die wir beobachten und die wir, was das angeht, auch gleich analysieren werden. Wir haben 2 Indizes, die wir traden wollen, und wir haben 11 Aktien, die im Blick sind. Aktien sehr schön, also beziehungsweise der große Vorteil, weil die meisten handeln einfach zu viel Schrott. Das heißt, es wird nur der DAX beobachtet, nur der Euro beobachtet, nur der Euro-Yen beobachtet. Man hat 5 Basiswerte und dann krampft man sich da irgendwie einen ab. Das Schöne ist, wenn man mit Aktien tradet, man hat 300, 400, 500, 600 Aktien. JFD hat jetzt auch, was das angeht, ein neues Angebot rausgebracht, auch sehr interessant, Aktienhandel. Und der große Vorteil der Aktien ist nicht, weil sie anders laufen. Wissen Sie, wenn man mich fragt, Herr Gürtler, was handeln Sie denn eigentlich so? Und ich würde sagen, nur Forex. Es gibt 18 Forex-Paare, die man handeln kann. So, 20. Runden wir mal auf. Klar, JFD hat mehr und das ist auch in Ordnung, aber ich sage es Ihnen, der Hauptfokus liegt auf 20. Man muss ja auch nicht alles handeln. So, das heißt, man hat 20 Möglichkeiten, von diesen Trends zu partizipieren. Der Witz bei Aktien ist, du hast 500. Du kannst dir also eine höhere Qualität aussuchen, weil wenn dir irgendein Setup nicht passt, aus ganz gewissen Gründen, wenn du sagst, okay, ich handle normalerweise das, das und das, aber das sieht nicht so gut aus und irgendwie überzeugt mich das nicht, die Kriterien sind nicht erfüllt, dann ist es leichter zu sagen, lass den Chart in Ruhe, lass es. Such dir lieber eine andere Möglichkeit. Lieber woanders und richtig als jetzt und falsch. Weil wenn man jetzt falsch sofort traden will, hängt man direkt mit einem Verlust. Man will übermotiviert starten und sagt sich, okay, ich muss jetzt erstmal einen Trade abfeuern. Wo man auch sagt, ja, und was ist, wenn der Trade dich 300 Euro kostet? Dann hängst du 300 Euro hinten. Und dann ist 12 Uhr und dann, je länger der Tag sich hinzieht, und je weniger Handelschancen man hat, umso eher kommt dann, ich muss die 300 Euro wieder reinholen. So, und dann kommt eventuell nachmittags nochmal ein unüberlegter Trade und dann steht's Konto bei minus 600. So, und dann hängst du halt da drinne. So, und dann, da geht der ganze Tag flöten. Das heißt, die meisten Leute fragen mich immer, Herr Gürtler, wie kann ich besser werden? Indem man erstmal sagt, lass die Scheiße weg. So, wir müssen jetzt nicht sofort in den Markt springen. Vor allem, ich habe meine Liste. Ich weiß, was ich handeln will. Ich muss jetzt auch nicht im DAX alle 2 Minuten gucken, was passiert jetzt, was passiert dort, was passiert überall. Ne? Und jetzt wollen wir mal die Setups durchgehen und wir fangen erstmal an mit dem ersten Setup, Euro-US-Dollar Short. Und da gehen wir jetzt mal auf die Frage ein, warum Euro-US-Dollar Short? Wie kommt der denn auf die Liste? Weil es gibt eine Menge Währungspaare und es gibt, was das angeht, eine Menge Handelsmöglichkeiten. Und der Grund, oder sagen wir, was heißt der Grund? Ich persönlich habe eine Vorgehensweise, die wir jetzt auch durchaus systematisch durchgehen, allerdings nicht zu detailliert, weil wir wollen es ja nicht nur in der Theorie belassen. Aber es hängt halt jetzt nicht an mir, ob Trades aktiviert werden. Also beginnen wir erstmal mit der Thematik 4 Zeiteinheiten. M5, M15, H1 und Daily. Die wichtigste Zeiteinheit ist Daily. Warum? Naja, das ist der Trend der letzten Monate. Ja, das ist, oder der Trend des letzten Jahres. Das heißt, auf Sicht von einem Jahr ist der Trend Short. Sie sehen, ich benutze hier ein gewisses Analyseraster. Sie haben gleich dem Rainbow Trading. Ich habe eine dicke Trendanalyse. Und das sehen Sie in diesem dicken, bauchigen Band. Und jetzt ist die erste Frage, wenn ich überhaupt auf Tagesbasis handeln will, dann fange ich nicht hier unten an rumzustochern in diesem Bereich oder in diesem Bereich, sondern ich handle den Tageschart nur, wenn er in dieser Rainbow-Zone ist. Ja, das kriegen Sie auch in unserem MetaTrader 4-Paket auf Scalp Trading. Das ist das eine. Ich muss erstmal wissen, ist der Trend long oder short? Punkt. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss wissen, sind wir im Impuls oder in der Korrektur? Das heißt, wenn wir den Euro-US-Dollar auf dem Tageschart beobachten, dann stellen wir fest,
Okay, der Trend ist abwärts gerichtet, aber hier unten war er ziemlich weit weg. Warum sollte man das so machen? Komplett anderer Abriss. Wir gehen in Paint. Also, sagen wir mal, Bill Gates hat, was weiß ich, 5 Milliarden US-Dollar. Ich weiß, das ist für viele fremd, wenn wir jetzt irgendwie mit Milliarden um die Ecke kommen. Jetzt wird's ja auch interessant, ne? Also wir fangen an bei der charttechnischen Trendanalyse und enden bei Bill Gates, der 5 Milliarden hat. Da den Bogen zu schaffen, da kann man gespannt sein. Dem spannen wir auch den Bogen. Also, gibt eine Menge Leute und am Finanzmarkt wird viel Kapital bewegt. Im Retail-Bereich, das heißt im Privatbereich, ist es so, dass wenn man sagt, ich möchte den DAX kaufen, dann klickt man drauf und kriegt die Position gebucht. Marktteilnehmer mit mehr Kapital haben zum Beispiel, wie Bill Gates, sämtliche Firmen, Großanleger, die nicht 10 Aktien, die nicht 100 Aktien handeln, die sagen wir mal 20.000 Aktien haben wollen. So, und das ist der große Unterschied. Wenn man 20 Aktien haben will, drückst du auf den Knopf und der Broker bucht dir die 20. Bumm, du hast die. Du willst 20, du kriegst 20. Hier hast du sie. Wenn du 20.000 Aktien haben willst, kannst du nicht einfach sagen, so, Trade Opening, 20.000, Klick. Und dann, zack, sind die 20.000 Aktien gebucht. So schnell kriegt man keine 20.000 Aktien. Vor allem nicht in illiquiden Basiswerten. Also was macht Bill Gates? Und das macht er auch wirklich. Also es ist nicht nur so, dass das fiktiv gesponnen ist. Der gibt den Auftrag an eine Handelsfirma. HF, eine Handelsfirma. Und er sagt, passt mal auf, ich würde gerne heute 20.000 BASF-Aktien kaufen. Könnt ihr mir die besorgen? Bucht mir die bitte in mein Portfolio. Und das ist eben, deswegen gibt es Handelsfirmen, weil man nicht auf einen Knopfdruck 20.000 Aktien bekommt. So, jetzt hat also die Handelsfirma XY den Auftrag, ich muss dem Bill Gates heute 20.000 Aktien besorgen. So, dann guckt er sich die BASF-Aktie an. Nehmen wir mal hier jetzt einen Chart, malen wir uns den Chart. Das ist heute Intraday, BASF. So. Und jetzt wird der Preis in Blau irgendwie rumzackern. Der wird einen Aufwärtstrend haben. Ja, was auch immer. Und unter anderem wird auch ein Händler eben einen gleitenden Durchschnitt benutzen. Machen wir den mal in Rot. So. Der Händler hat jetzt die Aufgabe, heute 20.000 Aktien zu kaufen. Dem ist das wurscht, wohin die Aktie geht, erstmal im Anführungszeichen. Wovor hat denn der Angst? Naja, wenn er die Aktien hier kauft und hier kauft, und von mir aus auch nochmal hier, ja? Also hier kauft er 5.000 Stück, hier kauft er 5.000 Stück, hier und hier. Und der Markt, was weiß ich, läuft dann wieder so in diesen Bereich. Dann hat er diese 20.000 Stücke zu einem sehr, sehr hohen durchschnittlichen Preis gekauft. Das heißt, Ende vom Lied ist, für die 20.000 BASF-Aktien wird ja ein Betrag fällig. Das heißt, Gates Foundation oder irgendein großer Marktteilnehmer wird dann sagen, okay, wie ist denn mein Durchschnittspreis? So. Und wenn der natürlich sieht, dass er wird dann, was das angeht, sehen, okay, ich habe für 20.000 BASF-Aktien 50 € pro Stück bezahlt. Okay? Jetzt hat er den Auftrag nicht nur an eine Handelsfirma geschickt, sondern er wollte nochmal 20.000. Und den hat er an eine Handelsfirma 2
geschickt und hat gesagt, ich möchte auch 20.000 Aktien kaufen. Könnt ihr mir die bitte besorgen? Ja, nur der Händler hat immer dann gekauft, wenn der Preis am Durchschnitt war. So, das heißt, diese Differenz zwischen diesen beiden, das ist der Unterschied zwischen Handelsfirma 1 und Handelsfirma 2. Bei der einen Handelsfirma muss ich für die 20.000 Aktien mehr Geld bezahlen als bei der Handelsfirma 2. So, vor dem Hintergrund und mit dem Wissen, das zugegeben sehr rudimentär ist, beginnen wir jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu der Thematik, ab wann werden Preise interessant? Ja, und man sieht jetzt, warum man diese Logik verwenden sollte. Es gibt natürlich Marktphasen, wo der Preis auch noch weiter in Trendrichtung galoppiert. Soweit, so gut. Alles schick. Kann man ja so machen. Nur, wir müssen ja uns wieder zurückbesinnen, der Markt besteht aus Großinvestoren, nicht aus kleinen Tradern. Wir kleine Trader können davon partizipieren, aber wir können es nicht dominieren. Es gibt nur ganz wenige Marktteilnehmer, die einen Markt wirklich dominieren können. Und dann wird so gesehen auf einmal klar, warum man erst hier handeln sollte, aus dieser breiten Zone heraus. Punkt 1. Punkt 2, man sollte auch nicht einfach blind reinshorten, weil was ist, wenn der Markt in einen Trendwechsel übergeht und er dann letztendlich hier nach oben durchfeuert? Kann ja passieren. Das heißt, ich brauche darüber hinaus nicht nur die Richtung, sondern auch noch die Klärung, bis wann läuft denn die Korrektur? Das bedeutet, wenn ich handle, mag ich es, wenn der Preis eben zurück am durchschnittlichen Kurs, am durchschnittlichen Preis ist. Es gibt mehrere Preise. Es gibt teure Preise, günstige Preise, Durchschnittspreise. So, und wir haben jetzt hier eben, der Preis ist zurückgekommen zum Durchschnittspreis. Das heißt, große Adressen können hier aktiv werden. Punkt 1. Punkt 2, wir haben, was das angeht, wenn der Markt sich dafür entscheidet, die Korrektur dann zu beenden, die Long-Korrektur. Alles, was grün ist, ist ja eine Long-Korrektur im Abwärtstrend. Und erst wenn die Long-Korrektur vorbei ist, also nicht hier oben am Hoch, nicht wenn hier oben das Ganze durchschießt, sondern erst wenn die Korrektur vorbei ist, dann kann man sich mit in den Impuls dranhängen. Okay? So, und das ist die Grundlage des Handelns. So, und wenn man das erstmal hat, kann man das ja für jede Zeiteinheit machen. Man braucht auch nicht unendlich viele Zeiteinheiten, sondern 4. So, und das reicht ja dann auch. Gut. Wir blicken nochmal ganz kurz nebenbei auf die Strategien. Hat sich irgendwas getan? Nee, der Euro-Yen eiert seitwärts am ersten Ausbruch. Der Euro-US-Dollar, ja, ist, was das angeht, hier immer noch unverändert. Und der DAX eiert auch vor sich hin. Also hätten wir uns jetzt 2 Stunden gefühlt jetzt nur mit dem Ding beschäftigt, hätten wir uns auch echt erschießen können, sage ich jetzt mal, weil hier geht nichts. Ja, hier geht nichts. Aber man muss es einfach durchhandeln. So, kommen wir zurück zum Diskretionären, weil jetzt haben wir die Zeit dafür. Der Hintergrund hinter dem Euro-US-Dollar-Short, und wir werden das jetzt nicht für jeden Chart so ausführlich machen, ja, sondern wir erklären einmal das Grundsystem und gehen die Charts dann durch. Das bedeutet, was ist die Handelsidee hinter dem Euro-US-Dollar-Short? Wir haben auf Tagesbasis einen Abwärtstrend. Wir sind im Impuls und jetzt ist es ja so, dass in der Form es mehrere Möglichkeiten gibt. Das heißt, entweder der Impuls setzt sich fort. Das heißt, der Trend geht auch short. Okay? Oder der Markt steigt noch ein wenig an, zurück zum durchschnittlichen Preis und dreht dann. So, was ich davon haben möchte, ich möchte auch nur in Trendrichtung handeln. Das heißt, das ist das Grundkonstrukt. Jetzt muss ich mir anschauen, okay, auf Tagesbasis wird er interessant für einen Short. Jetzt muss ich mir auf Stundenbasis natürlich angucken, diese Korrektur, die wir in den letzten Tagen hatten, das ist also diese Aufwärtskorrektur, diese hier, das ist das, was wir jetzt hier rechts sehen. Also das heißt, dieser Abschnitt auf dem H1-Chart links ist nichts anderes als die Korrektur auf Tagesbasis. Okay?
Das heißt, meine Vorgehensweise basiert erstmal darauf, dass ich in Trendrichtung handeln will und dann letztendlich in H1, also H1 in D1 ist das Motto. Gut, wir haben also auf Tagesbasis einen Abwärtstrend, Impulsivität läuft. Sollte der H1-Trend jetzt drehen und man sieht deutlich, auf dem H1-Chart ist bislang gar nichts gedreht, der ist munter fröhlich long. Das heißt, der Tagesbasis ist short und Stundenbasis ist long. Und das alleine in einen Einklang zu bringen, das ist ja schon mal so gesehen die erste Perspektive. Punkt 2. Woher weiß ich, wann der Tagestrend sich fortsetzt? Nun, ich könnte theoretisch jetzt hier überall shorten und sagen, ich will hier short, hier short, hier short, hier short, hier short. Ich gehe immer short. Es interessiert mich gar nicht, ob Stundenchart long ist, weil der Tageschart ist short. So habe ich früher gedacht. Nun, wenn der Trend wechselt und long geht, stehe ich da mit meinen Short-Positionen. Das heißt, wir müssen zusammenfassen. Es ist zwar short, aber gleichzeitig long. Wenn ich also den Tageschart short traden will, muss ich warten, bis der Stundentrend kippt. Dazu muss mein Rainbow Band, das ist so ein spezielles Band aus eigenen EMAs, dazu muss das auf short drehen. Das heißt, es muss kippen, es muss schneiden. Und erst wenn das passiert, kann ich mich short hier dranhängen. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen und sagen, ah Mensch, der hier oben, das sieht doch nach einem Tip-Top Long aus. Der pirscht sich doch da so an. Ich riech doch schon, das zündelt nach einem Ausbruch. Das könnte long gehen. Und da hänge ich mich mit dran. Ja, aber Momente mal, der Tageschart ist doch jetzt wieder short. Also, was soll ich denn jetzt nun machen? Es kann long gehen, es kann short gehen. Jetzt mache ich den Long nicht, mache ich den Short nicht. Und dann kann ich nur sagen, ich würde den Long nicht machen, weil er auf Tagesbasis, wenn er Long geht, naja, dann läuft er erst überhaupt in den Short-Bereich rein. Das heißt, von der Auswarte her, und da sieht man, dass der diskretionäre Trading, das ist auch nicht so, okay, wir feuern jetzt in den heißen Märkten ab. Was willst du da abfeuern? Tagesbasis ist Short. Das heißt, H1 Long ist verboten. Komm damit klar. Punkt 1. Und so geht es dann in Handelsfirmen zu, ne? Also wenn einer in einer Handelsfirma gegen den Tagestrend irgendwelche Long-Positionen abfeuert, dann wird's heftig, weil man dann sagt, okay, hast du sie noch alle? Das ist Geld der Handelsfirma. So, das heißt, Punkt 1, diese schöne Seitwärtsphase auf dem Stundentrend, die ist keine Seitwärtsphase. Das ist eine Long-Korrektur und ein Short auf Abruf. Ob der Long geht oder Short geht, es spielt auch keine Rolle. Der Long wird eh nicht gehandelt. Und wenn überhaupt, wird nur der Short gehandelt. Und ich kann Ihnen ein perfektes Beispiel dafür nennen, warum das so elementar wichtig ist. Gehen wir komplett weg vom Euro-US-Dollar und schauen uns mal Brent an. Ja, Brent, Rohöl, habe ich hier auch schon im Profil vorbereitet. So, jetzt schauen wir uns mal Brent an. Das heißt, auch hier könnten wir jetzt auf die Idee kommen und sagen, Mensch, war das hier oben ein geiler Ausbruch. Flagge nach oben getriggert. Und was passiert? Was passiert? Dann, wenn ich reingehe, bricht diese verdammte Flagge und es geht auf einmal fast schon short. Also man könnte ja sagen, der Markt macht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man sich vorgenommen hat. Und das ist eben genau der Unterschied. Man muss eben akzeptieren, dass eine Formation wertlos ist, ohne die übergeordnete Trendstufe. Long und Short nur im Stundenchart sind nie gleichwertig. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo ist denn Brent angekommen? Naja, der Long der Stunde hier, das ist die Korrektur auf Tagesbasis. Aber auf Tagesbasis ist er in den durchschnittlichen nächsten Short-Bereich reingelaufen. Das heißt, man wartet nur, bis dieser Aufwärtstrend zu kippen beginnt, bis auf Stunde das Rainbow Template auf Short dreht. Das wird nicht auf einmal passieren. Das bedeutet, der Markt kippt. Das wird man abwarten müssen. Dann kommt der Pullback in diese Short-Variante, in den gedrehten Trend.
Und dann kann man sich dann mit dranhängen. Das heißt, so handelt man fachlich gesehen, weil wir können ja jetzt hier auch nicht shorten. Ich meine, solange Tagesbasis im Impuls, in der Korrektur long läuft, kann ich jetzt nicht gnadenlos sagen, nee, wir shorten jetzt. Na? Long ist halt riskant. Deswegen ratsamer ist es zu sagen, weißt du was? Wir warten, bis A, die Long-Korrektur sich ausgespielt hat. Und wir wissen, dass sie vorbei ist, wenn er auf Stundenbasis dreht. Und genau das ist der Grund, warum wir im Euro-US-Dollar dementsprechend oder ich gar keine Lust auf diese Long-Position hier oben habe, weil halt der Tagestrend noch short ist. Und ich habe halt kein, wissen Sie, ich habe kein Problem mit Verlusten. Ich stelle Ihnen ja die automatisierten Strategien vor, die machen mal Gewinn, die machen Verlust, für heute zumindest den ersten Ausbruch Verlust. Damit kann ich vollkommen leben. Womit ich überhaupt nicht leben kann, ist, wenn ich hier long gehe, mit voller Absicht und 150.000 Leute schauen zu und dann knickt der Markt total weg. Bei den statistischen Strategien, das handle ich eiskalt durch. Das schaffen eh die wenigsten. Die meisten wollen die coolen Händler sein, sind sie aber eh nicht. Das heißt, ich kann das vertragen. Ich kann den Verlust ertragen und das ist in Ordnung. Was ich nicht ertragen kann, ist völlig falsch zu positioniert zu sein, wie der Dennis vor 6 Jahren. Oh, hier ist eine Range. Okay, gehen wir long. Okay, hier ist eine Range. Gehen wir short. Bam, 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 bam. Wir feuern im Markt herum, wie die wilden Cowboys. Der Markt gehört mir. Wenn ich das wieder an den Tag lege, falle ich Jahre zurück. Jahre. Und ich habe halt gekämpft, geweint, geschrien, Tastaturen kaputt gemacht, um mich an so einen Punkt zu bekommen, dass ich eben sage, nein, den Long H1, den lässt du mal schön weg. Selbst wenn er funktioniert. Wie gut der funktioniert, haben wir in Brent gesehen. Und deswegen hängen an meinem Pin, an meiner Whiteboard und an einer Pinnwand auch unter anderem solche Charts, die mir nochmal sagen, willst du den Long wirklich, Dennis? Willst du ihn wirklich haben? Du kriegst ihn, wenn du ihn unbedingt willst, kriegst ihn. Aber dann anders, als du es dir vorgestellt hast. Und das ist eben dann echtes Trading. Das bedeutet, wir wollen jetzt, nachdem wir die Basics gelegt haben und ein Grundverständnis vorhanden ist, natürlich kann man das auch noch dann scalpen. Wissen Sie, scalpen kann man das Ding immer. Beispielsweise kann ich ja dann sagen, okay, da gehen wir mal in den Euro-US-Dollar rein. Die Idee ist ja, der Short zu traden, vorausgesetzt, der H1-Chart kippt auch mal irgendwann. Aber das liegt nicht an mir, sondern am Markt. So, und nehmen wir mal an, der Chart kippt auch hier unten. Das heißt, er geht von mir aus erstmal long und dann short. Das wäre so der Klassiker. Ja, einmal noch praktisch oben die Longs mit reinnehmen und dann der Short-Durchbruch. Meistens läuft das dann so in der Regel. Das heißt, der Ausbruch wird abverkauft. Es kommt zum Pullback an die 20er EMA auf Tagesbasis. Er läuft durch. Dann eiert er sich unten am Support nochmal entlang. Da kann es zu einer kleinen Seitwärtsphase kommen. Kleine Korrektur, irgendwas in der Form und dann bricht das Ganze durch. So, das kann man jetzt natürlich, wenn Sie hauptberuflich einen anderen Job ausüben, dann kann man das Ganze so dann eben traden und sagen, okay, ich stoppe über dem letzten hoch und die Handelsidee ist, ich hänge mich eng gestoppt an einen frisch gedrehten H1 Short-Trend in Tagesshort-Richtung am durchschnittlichen Preis. Das wäre die Handelsidee dahinter. Jetzt wird aber einer sagen, boah, H1, Sie heißen doch Scalp Trading. Wollen Sie da nicht, also H1 ist schon eine ziemlich harte Nummer. Da kann ja der Trade 3, 4, 6, 7 Tage laufen. Da steht ja nicht für Scalp Trading. Kein Thema. Überhaupt kein Thema. Wir müssen aber ein System schaffen. Das heißt, ich kann auch gerne diesen Ausbruch auf dem 15 Minuten oder auch gerne auf dem 5-Minuten-Chart handeln. Das ist mir am Ende ziemlich wurscht. Das hängt auch davon ab, wie viel Zeit ich habe. Das heißt, ich kann selber entscheiden, wie schnell möchte ich den Trade vollziehen. Beispielsweise, wir haben ja jetzt diese Seitwärtsphase, die wir hier aktuell
laufen haben. Diese Seitwärtsphase habe ich Ihnen jetzt mal in allen drei Zeiteinheiten bzw. Trendstufen klassifiziert. Auf Tagesbasis sieht man diese Seitwärtsphase eigentlich kaum noch. Man hat das dann hier und hier. So, jetzt müsste man aber die ein und dieselbe Seitwärtsphase in vier verschiedenen Trendstufen sehen, right? So, und jetzt wird es, jetzt kommt es ja, jetzt ist ja die große Frage, ja, Herr Gürtler, jetzt haben Sie vorgestellt, auf H1 könnte man es machen. Jetzt sagen Sie gleichzeitig, naja, auf dem M5 kann man es jetzt auch machen. Das ist hier der M5. So, wie entscheiden Sie denn jetzt, ob Sie das auf dem M5 scalpen oder auf dem H1 traden? Ja, das hängt von der Formation ab. Nehmen wir mal an, der Markt geht erstmal rauf. Was hatten wir eingezeichnet? Genau, geht rauf. Oh, das wird von der Dings nicht reichen. Okay, das müssen wir anders machen. Wir müssen das ein bisschen stauchen. Also der Markt geht rauf, der Markt geht runter, dann geht er wieder rauf, sonst kommen wir hinten mit dem Platz nicht hin. So, dann fällt er runter. Wenn der so runterfällt, dann kann ich hier unten nichts scalpen. Wenn ich mich dann hier unten dranhänge, kommt als erstes was? Genau, die Reaktion. Zack. Und dann ist wieder die Frage, ist er wieder zurück in der Range drinne? Unkalkulierbare Risiken entstehen und so weiter und so fort. Das heißt, auf dem M5 kann ich das Ding halt auch eben nur dann scalpen, wo ist denn hier mein Dreieck schon wieder hin? Wenn kein Faden verlieren. Und warum ist das blau? Machen wir das auf Aqua. Also manchmal, so beispielsweise, wenn ich das auf dem 5-Minuten-Chart eng stoppen kann, dann bin ich auch gerne bereit, so gesehen doppelt zu traden. Das heißt, ich handle nicht nur auf H1, diesen Durchbruch Short, mit einem größeren Stop-Loss, einer längeren Haltedauer, sondern ich bin dann auch bereit, den Trade kurzfristig zu scalpen. Auf wenige Pips. Das, was man sich halt vorstellt unter einem Scalper. Ja, dass man sagt, okay, mir reichen hier, keine Ahnung was, 16 Pips aus. Man kann das auch noch auf einem Minuten-Chart machen. Ich scalpe halt hauptsächlich auf einem 5-Minuten-Chart, weil mir das Tempo ausreicht. Gut, aber hinter all dem steckt eben die Grundanalyse, was ist auf Tagesbasis, was ist auf Stundenbasis und was ist auf 5-Minuten-Basis. Das sind so die drei Grundelemente, die man berücksichtigen sollte, beziehungsweise die dieses Setup ergeben. Gut, jetzt das also zum Thema Trading. Short-Variante unter 1,13 und da schauen wir uns jetzt mal an. Euro-US-Dollar-Short unter 1,13. Das ist die nächste Handelsmöglichkeit, Punkt 1. Punkt 2, Australisch-Dollar-US-Dollar-Short. Schauen wir uns den im Detailprofil mal an. Gerne würde ich noch Christian mit hinzuziehen, beziehungsweise wenn es Fragen gibt, dass ich jetzt noch mal eine kurze Pause mache, also nicht geistig gesehen, wobei auch intellektuell, und dass vielleicht, wenn Fragen da sind, dass wir da auch noch mal drauf eingehen. Chris, was hältst du im Prinzip, also was gibt's für Fragen und worauf könnten wir noch eingehen? Genau, also Fragen gibt es tatsächlich noch ein paar. Ich habe mich jetzt erstmal zurückgehalten, weil du so super im Redefluss warst. Der Aufruf, den du gerade gestartet hast, geht ja auch in dieselbe Richtung nach dem Motto, hier strömen jetzt noch weitere Fragen rein. Also ich fange mal an und zwar, muss ich mir echt mal hochscrollen, das sind nämlich ein paar Fragen. Also eine blöde Frage gibt es zumindest nicht, man kann immer alles fragen und ja, das sind Expert Advisors, die der Dennis nutzt, also automatisierte Systeme. Das ist ja gerade so ein bisschen die Brücke, die wir hier schlagen, vom automatisierten zum manuellen Handel oder auch einer Kombination beiden Geschichten. Das wäre das eine. Wenn der zweite Trade in den Gewinn läuft, ist es dennoch eine Nullnummer. Also das ist mit dem CRV-Geschichten. Also da hast du ja das eine Level 1:1, das betrifft auch die Algorithmen. Können wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen, warum das eine Mal so ein CRV von 2:1 ist und das andere Mal von 1:1. Also einmal wird das Risiko doppelt verdient und einmal einfach. Die einfache Geschichte wäre dann die Nullnummer. Nur so vom Verständnis, ob das auch so ist, Dennis, kannst vielleicht auch direkt nochmal beantworten. Dann nochmal im Detail erklären, warum der DAX-Long-Ausbruch nicht gehandelt wurde. Das ist bestimmt ein Teilnehmer, lieber Wolfgang, du hast dich zu spät dazu geschaltet. Die Webinar-Aufzeichnung werden wir dir zur Verfügung stellen, beziehungsweise ich werde gleich den Link, das hatte ich vorhin schon mal angekündigt, nochmal reinstellen. Da könnt ihr euch das gerne nochmal im Nachgang anschauen. Das hat der Dennis ausführlich beantwortet. Andreas fragt, wie viele Jahre Statistikauswertung beruhen? Oder auf wie vielen Jahren beruhen denn die Strategien? Wie viele Jahre der Statistikauswertung, Dennis? Okay, ich habe mir die Fragen gemerkt. Pass auf, wenn du sie gemerkt hast, hast du die gemerkt oder mitgeschrieben? Weil ich hätte noch zwei, drei andere. Ansonsten mache erst mal die und dann komme ich zu den nächsten. Warte, wenn noch zwei, drei andere dazukommen, ein guter Trader ist auch
Ein guter Trader ist nie impulsiv, sondern vorbereitet. Dementsprechend habe ich hier schon mein kleines Heft. Also, erste Frage noch. Die zwei, drei habe ich im Kopf, aber wenn jetzt noch zwei dazukommen, wird es schwierig. Also, wir machen erstmal, warum nur zweiter Ausbruch? Ja. Erkläre ich mit einem Satz, haben wir ja auf der Aufzeichnung. Zweite Frage, wie ist das CRV? Warum einmal 2 zu 1, einmal 1 zu 1? Und dann die dritte Frage ist, wie lange sollte man oder wie lange ist die Datenhistorie der Strategie? Genau, direkt bei deinen Strategien, richtig. Genau, ja genau. Und jetzt, dann schieß nochmal die, dann mach noch die anderen Fragen, ich schreibe fleißig mit. Eine Frage von Sanja an der Stelle, Slippages sind doch aber volatilitätsbedingt, weil du, das bezieht sich wahrscheinlich auf die Auswertung von deinen Strategien auch wieder und eben dessen, dass du gesagt hast, die sind kommissionsbereinigt, also nicht kommissionsbereinigt, sondern sie sind ohne Kommission die Performance Charts und Slippages sind doch volatilitätsbedingt. Also Sanja meint, es gibt ja mal Slippage, gibt keine. Das ist auch so ein Zwiespalt, also viele Broker nutzen Events und Volatilitätsanstiege, um auch hier wirklich die Spreads auseinanderzureißen. Das ist in der Tat häufig das Ding, aber es gibt auch viele, die machen das auch bei einem ruhigen Handel. Aber da wird Dennis noch was zu sagen. Also wie gesagt, Slippages sind doch volatilitätsbedingt. Frage. Dann nächste Frage. Level-Indikatoren sind auf den Maps zu sehen. Welche sind das? Level-Indikatoren, jetzt weiß ich, da vielleicht nochmal spezifizieren, namens Vetter Christian an der Stelle. Du meinst vielleicht die Weekly, Daily, das sind praktisch immer die Tiefs und Hochs der jeweiligen Phase. Wenn du andere Punkte... Nee. Ja, aber habe ich mir aufgeschrieben. Okay. Genau. Und dann, welche Voraussetzungen für einen Trade im M5 müssen gegeben sein? M15, M30 als Signalebene, Fragezeichen. Da könnte ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja das Rainbow Trading sozusagen forciert habe und eben genau hier auch den Multi-Timeframe-Ansatz mit ja, Vorliebe genutzt habe. Ich meine, du hast jetzt hier mehr oder weniger witzigerweise auch deine eigenen Rainbow EAs drin. Ich selber habe ja damals auch ganz viel Rainbow Trading gemacht und auch Seminare, Webinare und unser Gründer von JFD ist ja als Rainbow Trader sogar ins Rampenlicht der Trader damals zum 2008, 2009 gestoßen, hier auch beim Gottmau Trader. Wenn ich dich ja kurz unterbrechen darf, Chris, das ist ja auch sinnig, weil du musst die Trendstufen über dir berücksichtigen. Es absolut. Ist ja absolut. Deswegen, das Rainbow hört sich immer an, als wäre das irgendwie der heilige Gral. Das ist deshalb so toll, weil man gezwungen ist, sich mal anzuschauen, was läuft über mir eigentlich exakt ab. Und das ist, deswegen ist dieser Ansatz ja auch nichts anderes als die systematisierte Markttechnik, die Berücksichtigung der Trends. Aber ich schreibe mir weiterhin alles auf, das heißt Level. Und die sechste Frage war, wir haben ganz schön Aktivität hier heute. Ja. Ja, tatsächlich. Voraussetzungen für M5-Trade. Okay, nächste. Haben wir noch was? Ich scroll nochmal nach oben. Es sind wirklich einige Fragen reingekommen, aber die anderen heben sich so ein bisschen auf mit der Beantwortung. Also es gehen auch einige Fragen in dieselbe Richtung. Das ist sozusagen jetzt mal das Summary, dem du dich dann widmen kannst. Und da würde ich sagen, jetzt viel erstmal free. Andere Teilnehmer, wie gesagt, wenn ihr noch Anregungen, Fragen habt, schicke ich gern an oder schickt sie mir, ich leite sie gerne jetzt dann an Dennis weiter. Ich stelle jetzt selbst nochmal Links in den Chat, eben zum YouTube-Channel und zum, was war das vorhin gleich noch, die andere Geschichte, fällt mir noch ein, lege ich rein. Erstmal viel Spaß, ja. Dennis. Dankeschön. Gut, kommen wir zu den Fragen. Wieder hier, vielen Dank für die aktive Teilnahme. Das ist viel wert, weil da sieht man auch, dass sich das lohnt, dann auch mal so ein Webinar zu machen. Weil der Trading-Alltag ist ja generell ziemlich langweilig. Und ja, also warum nur der zweite Ausbruch? Das betrifft die statistischen Strategien. Das bedeutet, der erste Ausbruch ist ein Nullsummenspiel an dem Handelstag. Und was das angeht, ist das durchschnittlich nicht profitabel. Das bedeutet, es wird heute Gewinn oder Verlust geben, spielt keine Rolle. Wenn ich das über 1, 2, 3 Jahre handle, mache ich damit keinen Gewinn. Also heute nicht der erste, weil es ein verlustbringender Ausbruch ist. Gut. Wie ist das mit dem CRV? Warum 2 zu 1, warum 1 zu 1? Ganz simpel, der DAX ist volatiler, da kann man das 2 zu 1 verlangen. In Forex-Paaren ist das generell, ja, der Euro-Yen schiebt sich so ein bisschen nach oben, sehe ich gerade. Im Forex-Bereich sollte man generell nur mit 100% arbeiten. Einfach weil die Volatilität etwas anders gelagert ist, um es mal so zu formulieren. Das ist also eine basiswertabhängige Frage. Ja. Es gibt eben Basiswerte, da kann man mehr verlangen. Es gibt aber auch Basiswerte, da kann man es nicht tun.
Und im Euro, US-Dollar, im Euro, Yen sollte man es eher nicht tun. Das dazu. Wie lang ist der Datensatz? 17 Jahre. Warum 17 Jahre? Weil ich mindestens 2, 3 Finanzkrisen drin haben will, um zu schauen, wie die Strategien letztendlich verliefen. Warum eigentlich 17 Jahre? Und ich sage jetzt nochmal die zweite Frage, die eigentlich jeder im Kopf hat, aber vermutlich nicht so viele stellen. Warum eigentlich die Vergangenheit bemühen? Kann die Vergangenheit überhaupt irgendwas über die Zukunft aussagen? Nein. Aber ich würde schon gerne wissen, ob das, was ich da handle, überhaupt funktioniert hätte. Also die Frage ist nicht, woher weiß ich, dass die Vergangenheit noch in der Zukunft funktioniert? Die Frage muss man, oder sie müssen gar nichts, die Frage sollte man umgekehrt betrachten. Woher sollte eine Strategie überhaupt funktionieren in der Zukunft, wenn man noch nicht mal weiß, ob sie überhaupt in der Vergangenheit jemals funktioniert hätte? Also wenn es schon, ich sag's mal, wie es ist, wenn es schon miserabel damals lief, woher soll das Wunder kommen, dass es jetzt gut läuft? So, das ist das eine. Das zweite ist, den Backtest macht man nur, damit man einschätzen kann, beispielsweise, die Strategie würde jetzt eine Verlustphase machen. Oder hat sie ja auch hier gehabt. Den Backtest mache ich eben nur deshalb, um einzuschätzen, ist diese Verlustphase noch normal? Die meisten denken immer, es geht mir irgendwie darum, aus der Vergangenheit irgendwas in der Zukunft abzuleiten. Dabei geht es mir nur darum, festzustellen, das, was meine Strategie gerade macht, ist das noch normal oder ist die kaputt? Oder was ist da los? Ja, und mehr oder weniger kann man dadurch das Ganze eben sehr, sehr schön beobachten und einschätzen lernen. Ich lerne meine Strategie also besser kennen. Das zu dieser Frage, beziehungsweise das zu dieser Fragestellung. Gut, kommen wir wieder zurück. Genau, Slippage ist ein kompliziertes Thema. Kann ich gerne noch heute Abend was im Webinar sagen. Es gibt Basiswerte, die haben mehr Slippage, Basiswerte, die haben weniger Slippage. Das kommt auch auf die Uhrzeit drauf an. Aber wir lassen das einfach mal so stehen, weil es einfach zu aufwendig ist. Wir wollen ja vor allem auch noch die diskretionären Setups heute durchgehen. Wir haben noch 30 Minuten Zeit. Wir haben noch ein paar Setups, die wir durchgehen. Aber und dadurch, dass sie... Ja, ja, hau ruhig raus, sag ruhig. Und wir haben noch ein kleines Highlight, was ich vielleicht jetzt schon mal einstreue. Ja, wir werden das auch, bevor du jetzt gleich weitermachst, sozusagen dann nochmal kommunizieren. Im Video werden wir das selbst auch verlinken, weil der ein oder andere Teilnehmer, der wartet wahrscheinlich jetzt schon drauf und wird jetzt hier nicht abgeholt. Dazu, Dennis, du hast ja bei dir, ich will es ganz kurz sagen, da müsste man vielleicht meinen Bildschirm nochmal einstreuen. Ja, dann zeige ich das. Moment, die Ursprungsversion, noch nicht die Endversion, bitte. Ich könnte die Endversion per Picture zeigen, weil ich zwischenzeitlich auch nochmal kommuniziert hatte. Geht da so um kleine Rahmenschrauben, die wir noch justieren müssen. Insofern hau einfach mal deine klassische Preisseite zu dem Paket, was du beim Skype Trading anbietest, mal auf den Schirm, also die grüne sozusagen. Die Version, die sozusagen immer vorherrscht und auch noch existent ist. Und dann würde ich da kurz auch was zu sagen wollen. Und das Ganze wird dann heute Nachmittag spätestens so geupdatet sein, dass wir das auch dann entsprechend verwenden können. Das mal als... Naja, schauen sich das mehr oder weniger an. Das ist das, was wir... Ich zeige Ihnen das ganz kurz. Ich will da auch nicht zu sehr drauf eingehen, weil wir noch inhaltlich weiterkommen müssen. Richtig. Die ganzen Indikatoren und die Strategien... Ich verkaufe einen Teil davon, hat einfach den Vorteil, wenn ich mehr Geld einnehme, kann ich mehr Geld in meine Strategien packen. Wir haben uns mit JFD zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie können wir hier einen Mehrwert schaffen, weil ich werde garantiert nicht auf den Mehrwert, also das ist die Erfahrung von 10 Jahren, ich werde darauf nicht verzichten, das, was das angeht, für umsonst irgendwie rauszugeben. Aber man kann natürlich, und da hat sich JFD mit auseinandergesetzt, hat das auseinandergenommen, kennen uns auch schon über Jahre, und da wird es eben so sein, dass man für JFD-Neukunden, wenn sie das interessiert, das alles kostenlos bekommen können. Das ist dann sponsored bei JFD,
Und in der Form haben Sie dann die Möglichkeit, Sie zahlen dann nichts monatlich, keine monatlichen Kosten. Es entstehen Ihnen auch keine nachträglichen Kosten. Also wir werden Sie nicht chargen, um da irgendwie im Hintergrund dann doch irgendwas einzutreiben, sondern es geht darum, dass man sagt, okay, wie können wir hier eine Win-Win-Win-Situation erzeugen? Wir wollen, was das angeht, für unsere Leistung bezahlt werden. Der Broker irgendwo muss gehandelt werden. Und der Kunde, wie kann man dem natürlich auch letztendlich irgendwo preislich entgegenkommen? Das heißt, für all diejenigen, die sich sagen, okay, ich interessiere mich für den Ansatz, für die Ansätze, für die Strategien, die können das kaufen, dann kostet das monatlich Geld. Mit Abo oder ohne Abo können Sie sich aussuchen. Aber für all diejenigen, die sich sagen, Mensch, ich suche eh noch einen guten Broker, ich will bei JFD ein Neukunde werden, da ist die Möglichkeit jetzt vorhanden, dass Sie das jeder der drei Pakete umsonst bekommen. Und das freut mich sehr, das so zu machen, weil es letztendlich auch eine sehr schöne Variante ist für all diejenigen, die jetzt einfach monatlich nicht das Geld raushauen können. Und dann kann man sich eben sagen, hey, wenn ich zu JFD neu komme, kann ich, was das angeht, hier diese Dienstleistung für umsonst bekommen und spare mir monatlich eben je nach Paket 27, 47 oder 77 Euro. Das wird dann am Ende im heutigen Handelstag nochmal freigeschaltet. Wir besprechen das noch mit JFD an dem heutigen Tag, machen ein paar kleine Stellschrauben noch und dann können Sie sich das anschauen. Es ist, wie gesagt, ein Angebot von meiner Stelle aus. Prinzipiell kann man es so lassen, dass man sagt, wozu mache ich das überhaupt? Ich persönlich habe angefangen, da gab es zu wenig Trading-Informationen, ich hatte zu wenig Geld und die Trading-Services waren gemäß meinem Handelskonto zu teuer. Und ich habe mir damals geschworen, sollte ich es jemals als Trader schaffen, mittlerweile sind 11 Jahre vorbei, willst du zumindest nicht so ein Arschloch werden? Hart geformuliert, ich sag's wie es ist, real talk. Wir können, ohne Witz, wir können uns dieses ganze Marketing-Geschmiere, das funktioniert auch nicht. Entweder du bist real oder du bist nicht real. Und der Hintergrund war damals, als ich gesagt habe, das kann's nicht sein. Weil ich wollte halt unbedingt ein bisschen was lernen über gewisse Inhalte und ich hatte das Geld halt einfach nicht. Punkt. So, und weil es auf dem Handelskonto lag. Und über all die Jahre war es mir irgendwo auch ein Anliegen zu sagen, wenn du es schaffen solltest, damals war das ja noch nicht sicher, dass ich irgendwann zum Händler werde. Ja, ich hatte immer noch eine Backup-Option und so weiter. Und mit JFD hat sich das dann so eingespurt, dass wir auch erstmal den Broker überprüft haben. Hat er eine saubere Exekution? Alleine die Spread-Senkung, muss ich Ihnen sagen, ist hervorragend im DAX. Ich meine 20% Handelskosten. Und manche Broker erzählen seit Jahren, dass irgendwie die Handelskosten sinken. Ich zahle sehr viele Handelskosten bei JFD. So, weil ich sehr viel trade. Sie sind günstig, aber ich trade unglaublich viel. So, und wenn man da 20% runtergeht, spart mir das monatlich mehrere hundert Euro pro Strategie. Das summiert sich auf Tausende von Euros. So, und JFD ist für mich ja ein absolut tip-top Broker, mit dem ich dann auch so eine enge Art von Verbindung eingehen würde. Weil man bindet sich dann tatsächlich auch mehr an den Broker. Und dadurch, dass es eben kein Market Maker ist, kann ich mit voll und ganz dahinter stehen, weil es keine Interessenskonflikte gibt. Der Broker ist, was an das angeht, nicht auf ihrer Gegenseite. Das nur im Prinzip zum JFD-Angebot. So darum sieht's aus. Zeit weiter. So sieht's aus. Ich will nur ganz kurz sagen, Dennis, entschuldige, ich habe die Zeit. Wir können auch eine Viertelstunde überziehen oder eine Stunde. Wir haben manchmal Live-Events gehabt, die waren auf 2,5 Stunden terminiert und dann gingen sie doch 3,5. Also das ist kein Thema. Der ein oder andere wird aber sein Süppchen wahrscheinlich dann schon sozusagen aufs Härtle platten und dann essen wollen. Also kurze Rede, wir haben das Paket geschnürt für Bestandskunden. Auch da gibt's die Option, definitiv, dass wir da was machen. Da, wie gesagt, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, hier sozusagen unserem Support, also in dem Zuge, dass wir jetzt hier sozusagen die Website noch nicht komplett umgestellt haben, weil Sie werden sehen, heute Nachmittag, ich habe den Link reingestellt, werden Sie praktisch eine leicht veränderte Seite sehen, wo dann unten praktisch auch steht, hier bei JFD sozusagen kostenlos nutzen, wenn Sie eben einen Account eröffnen bei JFD Brokers. Das ist das Gimmick, davon partizipieren wir, wenn ihr über uns handelt und wie gesagt, wir haben kein Interesse dran, dass hier die Trader verlieren. Wir wollen euren Gewinn, mit diesen Tools wird es einfach mit den Webinaren, die euch da Dennis an die Hand gibt. Und das ist natürlich hier auch eine Win-Win-Situation. Insofern schreibt unseren Support
euren Namen und eure E-Mail-Adresse oder geht heute Nachmittag, Schrägstrich morgen nochmal auf die Seite, wo ich reingestellt habe, scalptrading.de.com Preise. Da werden wir eine aktualisierte Version reinstellen, wo dann eben auch das JFD-Paket direkt per Haken auswählbar ist. Und dann wird sozusagen geprüft, ob das Live-Konto eröffnet wird. Wir haben da auch eine Mindesteinzahlung pro Paket. Das wird alles definiert. Das ist genau der Punkt, wo wir sagen, das haben wir jetzt geschnitzt. Aber der Prozess der Umsetzung braucht manchmal noch ein paar Stunden länger. Ich hätte mich gewünscht, dass wir es heute noch fertig bekommen. Aber wir haben es im Prinzip zu 99% safe. Und wer Interesse hat, kann eben unserem Support schreiben oder Dennis selbst anschreiben, beziehungsweise hier in dem Zusammenhang sich sozusagen dafür bewerben beziehungsweise melden. Also Details folgen. Da fällt keiner unten durch. Und ich freue mich auf jeden Fall, Dennis, dass wir unsere Partnerschaft in der Beziehung auf jeden Fall vertiefen. Letztlich soll es ein Gewinn für alle sein und genau darum geht's. Also, du hast jetzt wieder weiterhin die Bühne. Wenn es jetzt im Rahmen des diskretionären Ansatzes eine Viertelstunde länger geht, ist auch kein Problem. Ich habe genug Speicher, ich kann das Webinar auf 24 Stunden aufzeichnen. Also das ist nicht das Problem. Feel free, das wie gesagt zur Aktion, liebe Leute. Es gibt diese Pakete im Rahmen 27, 47 oder 77 Euro pro Monat tatsächlich for free und das ist ein Riesengimmick. Insofern nutzt die Chance und handelt auch bei einem Broker, der es fair mit euch meint. Dennis, you have it. Ja, da bin ich wieder. Frisch gestärkt hier mit dem Orangensaft. Gut. Ja, das mit JFD ist schon eigentlich ganz geil. So an sich, im Übrigen, JFD hat ein Eigeninteresse, dass sie profitabel sind, weil es bringt nichts, wenn das ganze Geld weg ist. Und wichtig ist, dass man profitabel ist, weil man verdient als Non-Market Maker nur am Handel und nicht an den Verlusten. Das wissen viele nicht. Gut, wir hatten noch zwei Fragen. Zwei offene Fragen, meinst du? Ja, die gehe ich gerade durch. So. Also, was sind das für Level? Da bezieht sich das zum einen auf diese Marken. Das sind eigene Support- and Resistance-Zonen, die mir helfen, den Trend in günstig oder teuer zu klassifizieren. Damit kann man auch sehr, sehr schön handeln. Um einfach nur festzustellen, ist der Markt teuer oder günstig. Das war die eine Frage. Die zweite Frage war, welche Bedingungen müssen für einen M5-Trade erfüllt sein? Und das ist eben genau das, was wir im Euro-US-Dollar vollzogen haben. Das heißt, wir haben wenn man scalpen will, braucht man Zeit. Es ist so. Warum braucht man das? Naja, weil man zum einen die Trendstufe, man kann theoretisch, und das ist das, was ich eher empfehle für diejenigen, die berufstätig sind. H1 in D1. Okay? Das heißt, man versucht gar nicht auf dem 15-Minuten-Chart da irgendwas zu machen, sondern man sagt sich, okay, ich handle H1 in D1 Richtung. Gut. Wenn man jetzt sagt, ich möchte aber das Ganze scalpen, dann wird das eine Ebene tiefer und komplexer. Das bedeutet, ich brauche weiterhin die D1-Ebene, ich brauche weiterhin die H1-Ebene. Aber wenn ich scalpen will, kommt dann eben noch der 5-Minuten-Chart hinzu. Das heißt, das Signal, was ich mit dem H1-Trade eigentlich vollziehen möchte, das handle ich untergeordnet im M5. Das bedeutet, wenn man mich ganz kurz und knapp fragt, Dennis, was brauche ich, um zu scalpen, sage ich M5, H1, D1. Wenn man H1 und D1 ausblendet, wird scalpen relativ schwierig. Das zu dieser Frage. Gut. Jetzt stelle ich Ihnen noch meine persönliche Handelsliste für den heutigen Tag vor, je nachdem, was da halt auch getriggert wird, beziehungsweise was sich da heute tut. Also, wir haben über den Euro-US-Dollar gesprochen. Tagesbasis Short, ich warte bis H1 kippt und hänge mich dann dran unter 1,13. Australisch-Dollar, US-Dollar Short, jetzt spulen wir ab und jetzt brauche ich auch Ihre Aufmerksamkeit, weil wir jetzt etwas zügiger durch die Märkte reiten. Wir müssen halt am Anfang auch daran denken, dass wir hier Leute im Webinar haben, die diesbezüglich im Handel noch nicht so die Erfahrung haben. Und da ist es mir wichtig, dass wir die auch abholen. Sie waren auch mal, was das angeht, ganz am Anfang und haben sich gefreut, dass das mal jemand langsam und in Ruhe erklärt, als da immer nur so durchzuhuschen und gar nichts zu verstehen. Deswegen bitte ich Sie dafür auch so ein bisschen Verständnis zu haben, aber das ist ja auch kein Problem. Setup im Australisch-Dollar, US-Dollar, Short. Ähnliche Konstellation. Tagesbasis ist Short, das sehen Sie hier unten. Das Band ist Short gedreht, wir sind in einer Korrektur. Ich bin gerne bereit, wenn H1 nach unten kippt, mich dran zu hängen. Ein ganz wichtiger Support ist hier die 0,70er-Zone. Das heißt, wenn der Tageschart die 0,70 durchbricht, möchte ich mich auf Stundenbasis da dranhängen. Und man sieht, das ist auch gar nicht so verkehrt, weil wenn er dann eben
hier durchbricht, hat man eine Möglichkeit, sich dann hier mit dran zu hängen. Das ist sowohl auf H1 handelbar als auch auf dem 5-Minuten-Chart scalpbar. Vielleicht auch da nochmal der Hinweis, manchmal handelt man ja so einen Short-Ausbruch und der funktioniert nicht und manchmal funktioniert er. Selbst wenn man in Tagesbasisrichtung handelt, heißt es noch lange nicht, dass es diesbezüglich immer funktionieren wird. Es funktioniert viel, viel besser in Tagesrichtung als gegen Tagesrichtung, aber auch da muss man darauf achten und darauf letztendlich, diese Fälle wird es auch geben, wo das nicht läuft. Das heißt, der Short, eng stoppbar unter diesem Level, wird dann hier getradet unter 0,7060. Ja? Das heißt, Out US-Dollar Short unter 0,7040 bis 0,7060 habe ich mir hier. Da muss noch eine 50 rein. So, gut, dann kommen wir zum Thema Gold Long. Gold Long ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, allerdings aktuell weit gelaufen. Der Tagestrend ist Long. Das bedeutet, der Chart hier unten, sehen Sie das auf Tagesbasis, hat jetzt, der Impuls ist weiterhin intakt. Also ich würde Gold nicht shorten, weil Sie sehen ja, der Impuls läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft weiter und läuft weiter. Also dagegen anzukämpfen macht gar keinen Sinn. Das heißt, was möchte ich sehen? Ich möchte sehen, dass der Tageschart ein wenig zurückkommt. Idealerweise in diese, erstens zum durchschnittlichen Preisbereich, Stichwort größere Handelshäuser, Stichwort zu oder Klammer zu. Und dann geht es darum, hier aus dem Bereich herauszuhandeln. Das bedeutet, wenn der Tageschart korrigiert in den Bereich zwischen 1.288 bis 1.250, wenn dann der Stundentrend auf Long wechselt, also beispielsweise sowas hier, ja, wo ist das? Wenn der einfach hier auf Long wechselt, das hier, weil zu dem Zeitpunkt, in dem das Pullback stattfindet, hier unten, wird und muss ja der Stundenchart short sein. Der Stundenchart wird short sein. Also wird es um die Frage gehen, was muss der Stundenchart machen, wie muss er long rausgehen, damit ich hier den Pullback handeln kann. Weil Sie kennen das alle genauso gut wie ich auch. Der Markt kann auch einfach durchbrechen. Die meisten verwechseln da Prognose mit Systematik. Systematik bedeutet, ich habe gewisse Orte und ich habe gewisse Arten, wie ich davon profitieren will. Und das andere ist halt zocken. Ich hoffe, dass er bis dahin fällt und dann anfängt zu steigen. Das heißt, wir können da nicht auf Blanko komm raus einfach kaufen. Das bedeutet, in dem Fall, wenn Gold in diesen Bereich reinfällt, ungefähr so, dann kann man sich hier unten mit dranhängen. Wenn er hier unten rauskommt, Gold Long, also zwischen 1.288 und 1.267. Euro-Japanisch-Yen Short ist auf meiner Liste. Gehen wir den durch. Euro-Japanisch-Yen Short ist aktuell in einem Abwärtstrend. Der Abwärtstrend hat sich noch nicht durchgesetzt. Ich möchte den Abwärtstrend, was das angeht, hier unter dieser Formation Short traden. Den Long lasse ich weg, einfach aus Gründen der Profitabilität. Das heißt, nicht gegen den Tagestrend. Das heißt, wenn also Euro-Yen unter die 125,30 bricht, hänge ich mich da short mit dran. Gleiches gilt auch für den Cut-Japanisch-Yen. Das heißt, die laufen da ähnlich korreliert, was im Übrigen das Setup auch noch supportet. Auch hier sieht man mehr oder weniger sehr, sehr schön, auf Stundenbasis fängt der Trend schon an zu röcheln. Sehen Sie das? Hier, hier, hier. Hier, die Korrekturen kommen ziemlich, ziemlich dynamisch rein. Und das liegt einfach nur daran, weil der Markt eben hier in diese Abverkaufszone reinläuft. Sehen Sie das? Dennis? Hier. Hier, ja. Den finde ich auch persönlich, also ich trade ja auch auf Positions- und Swing-Basis und den Cut-Yen habe ich auf jeden Fall auch im Visier. Für einen Short, Euro-Yen bin ich übrigens schon Short seit ungefähr 3 Wochen, muss ich sagen. Das Ding halte ich relativ durchkonsequent. Also Euro-Yen ist bei mir wirklich schon länger Short, weil da habe ich auch schon, sag mal, relativ früh eigentlich den weiteren Verfall gesehen. Gestern gab es nochmal so einen Spucken nach oben und heute dreht er genau nach unten ab. Ich glaube, das war so ein letztes Aufbäumen, so ein Stop-Fishing. Und du hast recht, wenn er die 125 da
dadurch bricht, dann glaube ich, nimmt es wieder Fahrt nach unten auf. Wir wissen es alle nicht, aber es sieht spannend aus. Und Katjen ist auf jeden Fall ein Trade, den ich mir noch nicht sozusagen vereinleibt habe, aber den finde ich persönlich auch spannend für einen möglichen Short. Da bin ich genau bei dir. Also confirm, wenn wir in dieselbe Richtung gehen. Was ich fragen wollte, ist es so, dass du auch auf Divergenzen schaust? Ist das für dich egal oder ist das ein Thema? Selten. Man kann mit Divergenzen arbeiten. Also ich will nicht sagen, dass der Punkt ist, man kann nicht einfach sagen, wenn man es nicht verwendet, das kann nicht funktionieren. Man muss damit wirklich aktiv arbeiten. Beispielsweise, für mich ist es wichtig, wenn ich generell arbeite, was möchte ich hier überhaupt? Mhm. Naja, ich möchte irgendwie einen Trend haben, der über mir donnert, zum Beispiel Short, und an den möchte ich mich irgendwie dranhängen. Man kann das machen mit Divergenzen. Ich habe das halt hier mit meinem Trendanalyse-Template so aufgebaut. Und wie du schon sagst, der Short ist sehr, sehr interessant. Ich will eben auch, ich warte halt nur so lange, bis auch der Stundentrend auf Short schneidet. Also bis diese Wolke, wenn man so möchte, auch wechselt. Denn nehmen wir mal an, sie wechselt nicht. Was könnte das zur Konsequenz haben? Na, das könnte zum Beispiel dann aussehen wie im, nehmen wir den Dow Jones, ja, den könnten wir nehmen. Der ist dafür prädestiniert. Man sieht es hier, wir hatten im Dow Jones die Korrektur. Und die Korrektur hat sich so weit ausgedehnt, dass es zu einem Trendwechsel kam und sie wurde zu einem Impuls. Wenn man das also berücksichtigt, und das mal auf dem Stundenchart begutachtet, hier sieht man, der Stundentrend ist halt nie auf Short gewechselt. Es gab zwar immer nur Impuls und Korrektur, klar, soweit so gut, aber der kam halt nicht mehr, der kam nicht. Deswegen möchte ich im Euro-Yen und im Cut-Japanisch-Yen, damit eben mehr oder weniger ich nicht, falls er durchläuft, das ist Risikoschutz bei mir einfach nur. Falls er so durchzieht wie hier, weil das ist auch eine Option. Schauen Sie sich bitte den Dow Jones an. Der kann halt durchballern. So. Kann, muss nicht. So. Und wenn ich mir jetzt den Cut Japanisch hier anschaue, als Beispiel, das ist nämlich auf meiner Hot-Liste. So. Dann ist es so, dass ich genau das vor dem gleichen Thematik stehe. Wird er jetzt hier durchbrettern oder wird er abbrechen? Und ich möchte halt vorher einfach sehen, dass der Cut Japanisch Yen den Stundentrend wechselt, dass ich hier dann mich unter diesem Tief, vorausgesetzt der Stundentrend wechselt, also die Farbe wechselt, das Template können Sie sich ja dann auch im JFD Free Angebot beziehungsweise die ganze Struktur mit den Profilen können Sie sich ja dann auch können Sie auch selber dann bekommen, indem Sie dann über uns da das Konto aufmachen und wenn das dann wechselt, dann hänge ich mich da gerne mit dran. Aber ich will halt den unbedingten Wechsel sehen, damit ich mich auch dranhängen kann. Das absolut. Dazu. Australisch Dollar, Schweizer Franken haben wir noch so einen Kandidaten. Da habe ich mir auch aufgeschrieben, weil da können wir eben solche Fälle dann auch mal durchgehen. Beim Cut-Yen gebe ich dir auch, es ist ein schöner Impuls jetzt auf die Stunde, wenn der ein Vortagestief eben, sage ich mal, sozusagen bestätigenderweise unterschreitet und da schließt. Das ist das, also da bin ich auch überlegt, da den Short dann nochmal aufzuladen. Man muss auch mit dem Klumpenrisiko aufpassen, ja, wenn man also jetzt zu viele in Yen gehandelte Währungen Short geht oder Long. Die beeinflussen sich ja, sage ich mal, sozusagen doch schon auch gegenseitig, der eine mehr, der andere weniger, aber da immer aufs Klumpenrisiko achten, nicht wahr? Das ist auch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Aber Australische Schweizer Franken ist da wieder ein bisschen gelöst von. Also einfach mal fortfahren. Zu den Fragen, Andreas, wegen den Paketen. Ich hatte es gerade in den Chat schon geschrieben. Ich habe mir auch überlegt, wir werden ohnehin einen Mailer nochmal dann, wenn das Servicepaket live ist, an alle Webinar Teilnehmer rausschicken, also achtet darauf euren Posteingang, da gibt es dann nochmal die Informationen direkt nochmal alles detailliert. Und die Paketstrategien, wie gesagt, Andreas, das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe, das automatische Handeln und das diskretionäre, da dann am besten. Aber die Strategien, um das noch zu ergänzen, es gibt vier Strategien, die man so handeln kann, sind in dem Plusbereich. Also das heißt, für diejenigen, die sich da interessieren, die finden da auch Material dazu. Und zum Thema Klumpenrisiko, ganz, ganz wichtiges Thema. Also da jetzt nicht bitte Out-Japanisch-Yen, Euro-Japanisch-Yen, Cut-Japanisch-Yen, US-Dollar-Japanisch-Yen, 50 mal den japanischen Yen. Wenn Sie es schon so machen, dann sagen Sie sich, okay, mit wie viel würde ich denn den Australisch-Dollar-Japanisch-Yen shorten? Sagen wir mal mit einem Lot. Dann kann man ja sagen, okay, ich handle drei Währungspaare.
Out-Yen, Euro-Yen, Cut-Yen. Aber eben dann nur mit 0,33 Lot. Man teilt also das Risiko auf drei korrelierende Charts auf. Das wäre eine Möglichkeit, aber das, was Christian gesagt hat, ist unglaublich wichtig, weil sonst hat man dann dreimal ein Lot in einem Trade und das sind dann drei Lot und nicht ein Lot. Das stimmt. Also das heißt, Viele Einsteiger machen das auch gerade falsch. Ich habe jetzt auch noch eine ganz interessante Frage vom Thorsten, die muss ich einfach aufgreifen, bevor du weitermachst. Und zwar, warum muss man immer was verkaufen, wenn eure Strategie doch so erfolgreich ist? Also ich weiß nicht, Thorsten, seit wann du dabei bist, aber Dennis bemüht sich hier seine jahrelangen, sage ich mal, Setups sozusagen hier an den Mann zu bringen, zu erklären, wie es funktioniert, wie man an den Märkten navigieren kann und hier sozusagen Unterstützung erhält. Und wir verkaufen ja praktisch nichts, sondern das JFD-Paket gibt's ja umsonst. Und warum haben wir alle ein Interesse? Natürlich, wir sind Broker, wir leben vom Handelsgeschäft. Wir wollen profitable Kunden, weil wir durch die Handelskommission only und nicht gegen den Kunden bettern oder andere Aktionen, sondern wirklich nur durch die Kommission unser Geld verdienen. Und das ist etwas, wo wir euch etwas an die Hand geben wollen. Und das ist ein Mehrwert, Thorsten. Also das, darum geht es. Das muss man ganz mal definieren. Ich finde die Frage aber völlig gerechtfertigt. Ich meine, wenn die Scheiße, wenn die Scheiße funktioniert, warum dann präsentieren? Ganz einfach, weil sie eben auch mal 4 Monate nicht funktioniert. Das heißt ganz simpel, warum mache ich überhaupt Marketing? Warum gebe ich mir das hier überhaupt? Na, ganz einfach, weil ich damit Punkt 1 mehr Kapital für meine Strategien habe und Punkt 2 ich auch mal 2-3 Monate Phasen drin habe, wo ich nichts verdiene mit Trading. Und da ist Marketing wunderbar, um das so ein bisschen abzumildern. Das heißt, das ist einfach eine Diversifikation. Das ist genauso, warum normalerweise, das ist mit diskretionärem Handel genauso. Das heißt, den Hauptanteil machen meine Strategien. Aber wenn die in den Drawdown kommen, verdiene ich nichts. Und dann wird's hässlich. Das heißt, dann muss ich verstärkt im Diskretionären arbeiten. Und da ist Marketing einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um diesbezüglich mehr Kapital für die Strategien zu generieren. Wenn ich jetzt eine neue Strategie habe, muss ich die ja irgendwo finanzieren. Das heißt, es ist simpel einfach auch Investitionskapital für meine Strategien. Ne? Und die Frage ist vollkommen berechtigt. Also das ist einer der zentralen Fragen. Und darauf muss man eine Antwort geben. Und die gebe ich auch. Absolut, also das Thorsten bedankt halt, also, sich auch an der Stelle gerade. Also das ist sehr gut, Thorsten, ist ja wie gesagt auch berechtigt, aber hier geht es wirklich darum, dass man das ein Stück weit kommunizieren will. Und genau, das ist ja auf den Punkt gebracht und darauf kommt es im Prinzip auch genau an. Also sehr, sehr gern. Wie gesagt, es fühlt sich ja jeder frei, hier ist auch keiner genotwendigt, irgendwie hier was tun zu müssen, um Gottes Willen. Da hat jeder seine freie Entscheidung. Aber ein Profisportler braucht im Prinzip auch keine Werbeverträge. Er hat sie trotzdem, wo man sagt, okay, muss das sein? Es ist immer, wie gesagt, aber es gibt auch Trader, wo man sagt, hey, wieso machen die so viele Webinars. Da muss man auch fragen, wenn man Trader 8 Stunden am Tag nur Webinar und Entertainment macht, wo bleibt da sein Trading? Da gibt es vielerlei, sag ich mal, Unklarheiten in der Materie der Märkte, beziehungsweise der Coaches und Ausbilder. Wie gesagt, Dennis macht das live, der spielt hier nicht rum, zeigt auch seine Ergebnisse und ich wünsche jetzt weiter viel Erfolg. Ich will gar nicht so viel hier die Phrasen dreschen, aber berechtigte Frage, Thorsten, und ich hoffe, ein jeder konnte da auch abgeholt werden, dem vielleicht eine ähnliche Frage unter den Nägeln juckte. Sehr gut, sehr gut. Deswegen, mein Name steht für Transparenz, daher antworten wir auf alles, was gestellt wird. Und das machen wir nicht wegen Ihnen, sondern weil ich mir selber ins Gesicht schauen muss, wissen Sie? Also das heißt, am Ende muss dann jeder für sich selber klarkommen und ich habe dann ehrlich gesagt, wissen Sie, was es wichtig ist? Dass man halt, wenn man irgendwie auf Partys gefragt wird, dass man auch wirklich sagen kann, ja, man ist Trader. Deswegen macht man das. Nicht, weil wenn man nicht Trader ist und dann, ich habe ja früher mehr mit Marketing verdient als mit Trading. Deswegen habe ich ja auch mehr Marketing gemacht. Da habe ich 3 Webinare in der Woche gegeben, morgens, mittags, abends Videos. Da hat sich das gut gelohnt und das war okay in der Studienzeit. Damit konnte ich mein Trading auch finanzieren. Aber je mehr ich mache, umso weniger je mehr ich trade, umso weniger mache ich im Marketing. Das nur anbei. Also das heißt, man sieht durchaus, früher kamen halt auch sehr, sehr viele Videos auf YouTube, mittlerweile einmal die Woche, tatsächlich, weil ich es nicht mehr brauche. So, und weil es anders auch besser geht. Nun ja, das zu diesem Thema. Gut, Australisch Dollar, Schweizer Franken, Tagesbasis Short, Durchbruch der 0,7050, ein Short Trade, wo ich mich auf H1-Basis mit dranhängen möchte. Dann kommen wir zum Thema DAX Short, habe ich mir aufgeschrieben.
Was ist da los? Richtig. Wir haben im Tageschart ein Abwärtstrend. Ich bin bereit, den Abwärtstrend zu shorten, so vorausgesetzt, ich kriege hier einen eng stoppbaren Kurs im Bereich der 11.260. Warum? Weil der Tagestrend noch short ist. Ganz im Gegenteil zu den Amerikanern. Der Dow Jones ist hier long und in dem Maße bin ich gerne bereit, den zu kaufen, allerdings aus einer Konsolidierung. Bedeutet also, sollte der Dow Jones zurücklaufen in den Bereich der 25.140 und auf Stundenbasis hier rauskreuzen, hänge ich mich also in den global tagesmäßig laufenden Trend oder handle ich den mit, ja, auf Stundenbasis, vorausgesetzt, ich kriege hier die Korrektur in die handelbare Zone. Das sind also erstmal so diese aus dem diskretionären Profiling meine 6 Setups für den heutigen Tag, beziehungsweise meine 2 Setups, die ich so handeln will. Und die Liste, wie gesagt, wird immer länger und dann hat man dementsprechend auch eine Menge Signale, die sehr, sehr interessant sind und die sich dann peu à peu aktivieren. Früher habe ich mehr oder weniger so ein bisschen diskretionär, ich mache das mal ohne Profile. Wir haben ja hier auch die Möglichkeit, in die klassische MetaTrader-Ansicht zu wechseln. Das bedeutet, wir arbeiten jetzt mal einfach nur so praktisch links, rechts. Ja. Man kann jetzt natürlich immer wieder in diesen Zeiteinheiten rumspielen und das Ganze rauf und runter analysieren und da wirklich die Klaviatur der Zeiteinheiten spielen. Also dem Beat ist da keine Grenzen gesetzt. Je nachdem, wenn die Handelsplattform natürlich unendlich viele Zeiteinheiten anbietet, dann hat man unendlich viele Möglichkeiten. So, kann ich da nur abraten von, weil man einfach auch den Blick für die Zeiteinheiten verliert. Also wenn ich jetzt hier auf einem M30 bin, wie war der Trend auf dem H4, wie war der Trend auf Tagesbasis, da gehen wir nochmal auf M5 und so weiter und so fort. Und dann vermischen sich alle möglichen Trendstufen. Sie sehen es ja selber, wenn wir es so durchspielen, da entsteht überall Chaos, egal mit welchem System man das am Ende macht. Und da wird man auch am Ende bekloppt im Kopf, ne? Das nur vielleicht dazu. Also in der Form haben wir hier mit der Profilansicht eine deutlich geordnetere, systematischere Vorgehensweise, damit man eben in der Form, sich nicht verleiten lässt, irgendwelchen Mist zu traden. Wir haben, ja, hau Ganz raus. kurz. Mir fiel ja auch just noch mal ein, was ich vorher noch für einen Link reinstellen wollte, neben den, die ich schon reingepostet habe, liebe Leute. Dennis hat ja heute Abend 19 Uhr sein kostenfreies Dienstagswebinar. Wie gesagt, früher hat er ja gerade vorhin erklärt, hat er viel, viel mehr noch gemacht in der Richtung. Und jetzt gibt es immer Dienstagabend 19 Uhr im Prinzip die Möglichkeit, ja, hier anzuknüpfen. Du sagtest ja auch vorhin, du würdest da das ein oder andere noch thematisieren wollen. Und dann ist es jetzt genau so, dass ich euch den Link auch in den Chat reinstelle. Wir werden das auch unter dem YouTube-Video einstellen, sodass ihr da auch, wer das im Nachgang schaut, sich hier anmelden kann. Und da gibt es Dennis jeden Abend auch live, also Quatsch, was sage ich, jeden Dienstagabend live und mit Auswertung, Marktbesprechung und dergleichen. Für die, die das Servicepaket eben nicht nehmen sollten, wobei ich sage, das ist ein unschlagbares Angebot, einfach nutzen, Ende aus Mickey Maus. Und jetzt weiter für dich. Ich wollte nur noch den Link für heute Abend reinstellen, Dennis. Ja, das ist guter Hinweis. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir zumindest auch inhaltlich, weil das sind alles so H1-Setups, die ich hier unten im Aktienbereich habe. Der Witz ist, das ist nichts Besonderes, also nichts Besonderes im Sinne von Aktien per se machen keinen Unterschied zum Thema DAX. Also ob man jetzt DAX, Aktien oder Forex handelt, spielt überhaupt keine Rolle. Die Frage ist, welche Trendsituation herrscht davor? Das heißt, man kann natürlich sagen, ja, ich handle den DAX, dies, das, jenes. Nur wenn im DAX nur Schrott zum Traden ist, dann bringt einem das auch nichts. So, und wir haben hier eben noch sehr, sehr schöne Möglichkeiten, die ich gerne im heutigen Webinar als so ein bisschen anteasernd vorstellen werde. Das heißt, wir werden das heutige Webinar mit der gleichen Systematik, beziehungsweise mit derselben Systematik in dem Fall, sprachliche Genauigkeit ist wichtig, mit derselben Systematik werden wir diese 11 Setups, sowohl Long- als auch Short-Setups, heute vorstellen. Und damit würde ich dann auch auf das auf das heute Abend kommende Webinar hinweisen, dass wir da auch noch eine Menge an Material haben und die ein oder andere Frage auch tiefergehend beantworten können. Wir haben ja für den heutigen Tag mehr oder weniger mal so ein bisschen in den professionellen Handelsalltag reingeschaut. Also es ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, es muss sehr kontrolliert ablaufen, mit sehr vielen Listen, sehr vielen Checks, Checkups.
Ich sage Ihnen selber, wie es ist. Wissen Sie, warum ich das mache? Weil ich mir selber nicht vertraue. Diese ganze Systematik mache ich nur deshalb, weil ich oft genug von meinem Bauchgefühl überrannt worden bin. Ja, und deswegen ist es tatsächlich ratsam, sich einem System zu unterwerfen, das man selber ausführt. Ne? Und deswegen ist es eben wichtig, mit Listen zu arbeiten, mit Checkups, um diesbezüglich sich selbst irgendwo eine Orientierung zu geben und nicht wild rumzuschießen. Weil wenn Sie mich persönlich fragen als Dennis Gürtler, ja, dann hätte ich auch, was meinen Sie, wie ich Bock hätte, dieses Setup jetzt zu handeln? Hier, das schreit nach einem Ausbruch, das kündigt sich an. Das ist so ein richtiger Klassiko. Und ich muss mich dann immer und immer und immer und immer wieder daran erinnern, dass zum Beispiel genau die Situation in Brent vorhanden war und ich genau in diese Situation nicht mehr reinkommen möchte. Und dann sieht man eben, bis dato war auch noch alles, man sieht ja schon förmlich, der Markt knistert schon den Ausbruch, ja. Also im Prinzip ist der Strohballen kurz vorm Anzünden. Es fehlt ein Funke in einer wirklichen Freitagabend in einer lauen Sommernacht. Alles staubtrocken und dann brennt das Ding lichterloh. Und wenn man sich das so anschaut, das funktioniert ja auch teilweise. Das heißt, wenn ich dann einfach mal so die Formation betrachte, hier hätte es funktioniert. Einfach reingehen. M1 und alles ist deins. Reingehen, Geld abcashen, 10 Minuten Trading und du bist Trading God. So. Und das funktioniert eben nicht. Das heißt, man muss dann eben sagen, weil dieses Risiko groß ist, weil dieses Risiko vorhanden ist, darf ich diesen Trade nicht machen. Und diesen Trade darf ich fachlich nicht machen, obwohl alles dafür spricht. Das ist mir auch klar. Aber auf Tagesbasis haben wir eben nun mal diese Situation. Und da habe ich wenig Böcke, jetzt in dem durchschnittlichen Abverkaufsbereich, da mich dann long rein zu fräsen. Ich kann long immer noch traden. Nehmen wir mal an, aus der Korrektur wird ein Impuls. Ja, dann kommt der Markt irgendwann, dann dreht der Markt, dann wächst, dann macht er eine Korrektur und dann gehe ich dann long. Aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe da jetzt long auf Stundenbasis, weil alles andere interessiert mich nicht. Ich bin jetzt auf dem Stundenchart und ich drücke auf den Knopf, weil ich die bullische Flagge sehe. Ja, wenn das so funktionieren würde, Chart auf, Formation scannen, rein, raus, Geld verdient. So, die Arbeit steckt in der Verschachtelung der Trendstufen. So, und da kann ich eben jetzt nicht sagen, und das ist eben, da muss man sich das immer wieder vor Augen halten, warum man das macht. Ich erzähle Ihnen ja nicht mehr oder weniger, ich habe neulich mit Micha Vogt auch nochmal telefoniert, und er meinte, Dennis, es ist zu viel verlangt, die Disziplin von vornherein. Als Trading-Anfänger ist es sehr schwierig, diszipliniert zu sein, und wir haben uns darüber unterhalten, warum. Ich meine, der hat so lange Handelserfahrung, gut, der ist ja auch schon gefühlt irgendwie 80. wenn er das hört, wird er lachen. Spaß beiseite. Ja, lassen das nicht hören, Dennis. ja, nee, aber jetzt mal, ist ja so. Und wir haben uns darüber unterhalten und haben gesagt, warum ist diese Disziplin so schwierig? Da hab ich gesagt, naja, es kommt auf die Visualisierung, finde ich, auch drauf an. Weil es ist ja genau der Punkt. Dieser Ausbruch ist so verlockend und ich verstehe das, glauben Sie es mir. Ich meine, ich habe doch schon alles gemacht, Tastaturen rumgeworfen. Meine Freundin kann ein Lied von singen. Ich habe zum Glück ein eigenes Büro. Deswegen, es ist nicht so, dass ich nicht frustriert war oder auch nicht manchmal frustriert bin. Manchmal, wenn die Strategien auch nicht laufen, da kriegst du einen Vogel. Apropos Strategien, wo stehen die eigentlich? Ja, sieht irgendwie nach einem halben Ausgleich aus, ne? Naja, geht bislang noch nichts. DAX eiert hier rum. Ja, und der zweite Ausbruch ist so leicht langsam im Gewinn. Ja, so, das heißt, die größte Schwierigkeit, wissen Sie, wann Sie profitabel sind? Wenn Sie wissen, was Sie nicht handeln. Das Nichthandeln ist wichtiger als das Handeln. Und das sind eben diese Punkte, worauf es ankommt. Es ist ratsam, hier diesen Ausbruch nicht zu traden, obgleich er funktionieren kann oder auch nicht. Und mit dieser Erkenntnis, diejenigen, die schon so häufig, es gibt zwei Arten von Leuten und ich hoffe, sie entscheiden sich auch für die richtige. Diejenigen, die sagen, ja, verstehe ich könnte den Trade machen, jetzt skaliere ich mich da noch auf dem M5 ran und dann scalpe ich hier irgendwie ein bisschen rum und dann klappt das schon. Aber es ist fachlich nicht korrekt und ich hoffe, dass ich Ihnen mit dem Webinar
diese Fachlichkeit ein Stück näher bringen konnte. Weil wenn Sie in irgendwelche Foren gehen, der eine schreit long, der andere schreit short. Mal funktioniert der long, mal funktioniert der short. Im Nachgang weiß doch keine Sau mehr, was war denn fachlich überhaupt richtig? Wie soll man sich denn verbessern, wenn man gar nicht weiß, ja gut, der Long geht, der Short geht nicht, ah, der Long ging aber dann doch auf, obwohl ich es ja nicht machen durfte. Was ist denn jetzt nun fachlich richtig? Weil wenn du das nicht weißt, irrst du umher. Und dazu gehört eben die Kunst, Nein zu sagen. Sie wollen Geld verdienen, dann müssen Sie lernen, Nein zu sagen. Warren Buffett, wenn Sie mir nicht glauben, ich mache das jetzt 10 Jahre. Was ist Warren Buffetts erste Regel? Seit 40 Jahren. Verlier kein Geld. Und die zweite Regel ist, vergiss nicht die erste. Das ist einer der krassesten Händler, die es gegeben hat. Die sagen nicht, trade jeden Ausbruch. Die sagen nicht, der aktive Händler. Oder die sagen nicht, du musst hier richtig am Puls der Märkte sein. Die sagen alle, kontrolliere dein Risiko. Wenn du die Scheiße weglässt, bleiben ja nur noch die kleinen Gewinne und dann wächst das peu à peu. Aber wenn sie nicht anfangen, das Fachliche zu trennen vom Nichtfachlichen, findet keine Verbesserung statt. Ohne Verbesserung in so einem professionellen sportlichen Umfeld, das wissen die meisten gar nicht. Woher kommen denn die meisten Profi-Trader? Das sind in der Regel Ex-Profisportler. Die suchen wirklich einen Wettkampf. Und warum suchen die Wettkampf? Weil sie einen Drang haben, immer besser zu werden. Die sind so richtig auf Competition aus. Die wollen immer noch mal das Edge ein wenig krasser haben. Die wollen immer noch mal mehr aus sich herausholen. Das sind die Leute, die wirklich pushen. Nur, die müssen dann auch Regeln lernen, Trainingspläne einhalten und einfach mal dann das machen, was der Trainer sagt. Und wenn der sagt, heute ist Cardio-Training, auch ein Usain Bolt muss Cardio-Training machen. Der ist zwar ein Sprinter auf 100 Meter, joggt aber auch teilweise Stunden um Stunden, um da eben auch andere Trainingsimpulse zu setzen. Der trainiert was völlig anderes, was er am Ende sprintet. Aber er weiß, dass die Regeln, die Disziplin und die konsequente Ausführung seines Trading-Planes, er tradet halt seinen Körper, er tradet halt Ernährung, schneller werden, sportlicher werden. So, diese ganzen Elemente kannst du in Trading 1:1 übernehmen. Du willst besser werden, du willst weniger Stop-Loss haben und. Und wenn man diese kleinen Verbesserungen Tag für Tag, manchmal Woche für Woche, manchmal auch Monat für Monat, nicht alles fängt sofort an. Wenn man sich Samstag was vornimmt, wird man es nicht direkt Montag umsetzen können, okay? Aber wenn man das Stück für Stück macht, dann kann man unterscheiden und sagen, okay, den Long lasse ich weg, den Short mache ich stattdessen. Ne, darauf kommt es am Ende an. Und ja, hier zum Beispiel hätte ich jetzt auch sagen können, ja, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Gerade wenn ich jetzt Live-Webinar mache, macht die Strategie Verluste. Das ist ja mal wieder typisch. Vorführeffekt. Das interessiert mich gar nicht. Was Sie denken, Sie sind nicht hier, damit ich mich daran orientiere, was Sie denken. Stellen Sie sich vor, irgendein Arzt würde sich darum kümmern, was Sie denken. Der hat seinen Job zu erledigen. Und ob dem Patient oder dem Mitspieler das gefällt. Jeder im Team hat eine Funktion. Und deswegen ist es auch nicht so einfach für mich in der Form. Früher hätte ich mir ja die Haare gerauft, weil du machst Live-Trading, paar hundert Leute gucken zu und dann buchst du direkt 400 Euro Verlust ein. Das kann natürlich schon an die Nerven gehen oder an die Substanz. Nur man muss es halt ertragen können. Und wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit, weil jetzt ist es ein schönes auch Beispiel, dass wenn der Markt hier oben ausgleicht und man sieht auch, kurz vorm Take-Profit eiert das jetzt hier auch rum. Was meinen Sie, was ich da früher rumgebrüllt habe? Die großen Marktteilnehmer, die wissen das. Die haben da irgendwas gemacht. Der Broker ist schuld.
Scheiß JFD, die wissen doch alles. Du Dennis, das ist ein Market Maker, das interessiert den gar nicht. Das ist mir egal, das ist alles Betrug. Habe ich alles schon hinter mir? Habe ich alles hinter mir? So, es bleibt nichts anderes, als jetzt einfach nur auszuharren. Lassen Sie uns doch gemeinsam mal diesen Schmerzpunkt und diese Komfortzone verlassen. Weil jetzt sehen wir ja, ah, ist das knapp. Mensch, der ist ja gerade am Take Profit vorbeigelaufen. Hätte ich da nicht einfach die Position zumachen müssen? Nein, man hat seine Regeln. Und entweder du bist Mann genug und handelst die Regeln, oder du bist es halt nicht. Aber entweder, und das ist die Frage, viele fragen mich auch, woher weiß ich, dass ich es als Trader schaffen kann? Hier können Sie es mal testen. Bin ich in der Lage zu akzeptieren, dass mein Take Profit um minimal nicht getroffen wurde? Es gibt auch noch die Höchststrafe, dass jetzt irgendeine Nachricht kommt und der Kurs bricht ein. Könnte man machen. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, warum zieht man den Stop-Loss nicht nach? Wie gesagt, viel Spaß bei der Automatisierung. Alles mal erstmal machen. Das heißt, Automatisierung ist kein Witz. Der EA muss dann immer sauber funktionieren. Fehlt eine Kerze, kann er den Stop-Loss nicht nachziehen. Und. Also von daher, wir haben das Thema jetzt rauf und runter und ich mache das schon 11 Jahre. Ich habe alle Phasen durch, ne? Und am Anfang dachte ich auch, okay, das ist jetzt dein Geheimnis und so weiter. Wissen Sie, das hängt einfach nur an der Disziplin. Und jetzt sind wir eben genau in so einer, wie soll ich sagen, Schmerzzone. Jetzt fragt sich, schaffst du noch die 2 Liegestütze mehr? Kriegst du es hin? Und jetzt bleibt auch nichts anderes übrig, außer zu sagen, der disziplinierte Händler überlebt langfristig. Drawdown-Phase hin, Drawdown-Phase her. Langfristig überleben nur die Härtesten, ohne Ego. Und ich hatte ein großes Ego und es hat lang gebraucht, dieses Ego zu brechen. Und das sind so, in diesen Phasen merkt man, also ich sehe die Fragen nicht, die liest ja Christian mir vor. Aber in diesen Phasen rebelliert der Anfänger. Deswegen, wenn man jetzt sagt, ah oh Mensch, so Louis Define-mäßig oder wie der heißt, das ist nicht gut. Der Franzose, Keiner. ein genialer Komödiant, muss ich sagen. Louis de Funès hieß er, um genau zu sein. Aber Ja. Fragen sind gar nicht so viele reingekommen. Aber einmal eine Frage, ob du mal Leistungssportler warst. Und auch eine interessante Feststellung eben, dass professionelle Pokerspieler auch wirklich gute Trader sind. Ich meine, Pokern kann man ja auch als Sport bezeichnen, genau wie Dart. Aber beim Pokern ist es tatsächlich so, dass man auch hier viele Chancen, Risiken abwägen muss. Und die guten Pokerspieler sind in der Tat auch gute Trader und umgekehrt. Da ist wirklich was dran. Ansonsten, wie gesagt, auch vielen, vielen Dank von vielen Webinar-Teilnehmern an deine Ausführungen. Auch Real Talk, vorhin die Ansage. Der eine oder andere mag es nicht hören, aber es ist natürlich dann immer mit einem gewissen Schmäckle gesehen. Aber es ist genau das, worum es geht, und nimmst auch kein Blatt vor den Mund. Und ich meine auch jetzt hier die Frage, um wie viele Pips, Mikropips, Pipetten hier der Take Profit verfehlt wurde, steht auch im Raum. Man muss sehen, wie der weitere Tag jetzt abläuft. Ja, also ich denke mir, die Chancen sind gut, dass er noch erreicht wird, der TP. Wenn nicht, auch eine Frage dazu, ziehst du den Stop hier auf den Entry nach oder lässt du dich dann gnadenlos ausstoppen? Schrägstrich, hast du einen Zeitstopp? Das habe ich jetzt vielleicht auch vorhin verpasst irgendwo, aber kannst du da nochmal drauf Ja, antworten? relativ easy. Also Pokern ist Mathematik. Ich hole gerade den Screenshot raus. Ich habe selber früher professionell gepokert und war auch im Leistungssport aktiv. Das ist das eine. Das zweite, Pokern ist halt so eine Geschichte. Ich hole Ihnen gerade mal den, ich zeige Ihnen mal einen der besten Pokerspieler der Welt und wie der sich vorbereitet, weil Während das du ist. raussuchst, während du raussuchst, ganz kurz eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, ob es Citadel war oder BlackRock als Vermögensverwaltung oder eben ein Hedgefonds. Die haben letztes Jahr auch die Frau, weil du vorhin gesagt, man muss seinen Mann stehen. Auch Frauen müssen hier an den Märkten agieren. Und du hast vorhin auch von dem mit dem Call mit den Frauen gesprochen. Die sind wirklich Frauen sind super Trader massiv. Genau, es übrigens. sind andere Trader. Und wie gesagt, ich meine, ein Hedgefonds oder eine Vermögensverwaltung hat die Gewinnerin von einem US-Poker-Session-Game. Die haben sie engagiert sozusagen als Portfolio-Risk-Managerin, weil in der Tat das sehr, sehr nah beieinander ist. Und das ist wirklich spannend. Und also ich pokere auch leidenschaftlich gern. Insofern ist das wirklich alles sehr nah beieinander. Aber zieh ruhig mal den Slide raus. Rüdiger schreibt auch gerade, gute Pokerspieler sind gute Risikomanager. Das ist genau das Thema. Ottmar sagt danke, er muss aber leider weggehen aus dem Webinar. Zeit ist langsam eng gesät. Wir sind auch schon über den Schnitt. Gar keine Frage, aber ich will nur anregen, wie gesagt, ich habe den Link reingestellt. Bewerbe
bewerbt euch, Quatsch, registriert euch für das Abendwebinar. Und wie gesagt, für die For-Free-Aktion werden wir euch noch informieren. Interessenten schreiben uns an support@jfdbrokers.de eine E-Mail nach dem Motto, wir haben Bock auf das Paket, sendet uns weitere Infos. Oder aber wie gesagt, wir werden dann Mailer auch nochmal packen und an alle rausschicken, sodass da auch die Aufzeichnung nochmal zu sehen ist und eben auch dann hier nochmal das Paket als solches. Auf jeden Fall sehr, sehr gutes Feedback durch die Bank weg, Dennis. Aber jetzt darfst du auf jeden Fall noch den finalen Schluss finden. Ansonsten sind wir auf jeden Fall bis 19 Uhr vielleicht durchweg hier im Webinar. Wer das durchhält, bitte gern. Ne? Das Erste, was ich Ihnen zeige, ist zum Thema Mathematik. Mathematik ist alles, beziehungsweise Systematik ist alles. Ich sage nicht, dass man ein exzellenter Mathematiker sein muss, aber man muss ein exzellenter Risikomanager sein. Das heißt, ohne Risikomanagement ist man draußen verloren. Das kommt so oder so. Also das bricht einen so oder so. Kommen wir nun zum Thema Poker. Einer der besten Pokerspieler, den Sie hier sehen. Und wie geht der vor? Achten Sie bitte auf die hinteren Monitore von ihm. Unter anderem sehen Sie auch schon die Kapitalkurven. Könnte schon fast eine Trading-Kurve sein, wenn man ein bisschen Fantasie mitbringt. Und wenn Pokerspieler Risiko abschätzen, man denkt ja immer, das ist Gefühl und so. Die meisten denken immer, wenn ein Pokerspieler so ganz kalt vor sich hinschaut, der spekuliert nicht, der rechnet. Und hier sehen Sie beispielsweise Statistiken, welche Blätter man spielt und welche Blätter man nicht spielt. Und das unterscheidet eben den Profi vom Amateur. Der Profi weiß ganz genau, welche Blätter er spielt und welche Blätter er nicht spielt. Ja, und dann sehen Sie das Ganze mal in live. Und dahinter steckt eine Menge Mathematik. Also zum Thema Pokerspieler, es ist einfach nur mathematisches Risiko und das sollte man so gesehen berücksichtigen. Wenn Sie mal einen Pokerspieler live sehen bei der Thematik, er denkt oder er analysiert seine Gegner, ich kann Ihnen ungefähr sagen, was er denkt. Das ist unter anderem sieht das dann so aus, wenn er denkt. Was habe ich für Karten? Was liegen da für Karten und mit welchen Wahrscheinlichkeiten operiere ich hier? Das ist, was bei dem im Kopf abläuft. Und im Fernsehen sieht das immer so aus, als ob der ganz, ganz cool irgendwie die Leute abcheckt. Der rechnet einfach nur. Das vielleicht dazu. Kommen wir zurück zur Komfortzone. Genau. Ja. Ich würde unglaublich gerne mit Ihnen das nochmal so weit bringen, dass man auch sieht, dass Disziplin sich eben lohnen kann und dass es ein Gefühl von Stolz in einem hervorruft. Wissen Sie, Schmerz vergeht, Stolz bleibt und diesen Stolz wird man mir nie nehmen können, egal was kommt. So, und es ist dann dieses Stückchen an, das mir die Befriedigung gibt, weil das ist genau die Thematik, hält man es durch oder nicht? Kann ich damit leben? Ach, es war so knapp. Glauben Sie, beim Profi ist es nicht knapp? Das ist, bei jedem ist es knapp. Die Frage ist, wie geht man damit um? Das heißt, für jeden läuft es gleich, nur der Umgang damit ist eben unterschiedlich. Und ich glaube, der Grund, warum die meisten nicht profitabel sind, ist, weil sie am Ende gar nicht so sind, wie sie glauben. Also gerade Männer, die glauben halt immer, ich habe das Leben unter Kontrolle, ich habe ein Auto, ich habe ein Haus in der Schweiz, ich habe drei Kinder großgezogen oder dies oder jenes. Es spielt überhaupt keine Rolle, was sie denken. Da interessiert sich der Markt überhaupt nicht für. Und wenn man das halt ausspricht, wirkt man sehr unfreundlich. Das ist mir auch klar. Wissen Sie, ich gönne Ihnen alles der Welt. Also das, wenn sich das so unfreundlich anhört, da spricht hauptsächlich nur der Markt aus mir, aber nicht die Persönlichkeit. Ich habe bislang noch kaum meine Meinung hier geäußert. Das sind alles Dinge, die der Markt abverlangt. Das darf man nicht miteinander, oder das bitte ich Sie zu berücksichtigen. Egal wie es wirkt, auch wenn manches hart wirkt, das bin nicht ich, der da spricht. Das ist einfach nur die Handelserfahrung. Und deswegen, ich weiß, wie das wirkt. Ich habe früher bei solchen Leuten immer gedacht, boah, was ist denn das für ein Idiot? Das sind eigentlich alles ganz herzlich gute Menschen, aber die wurden halt so oft geschlagen, dass sie halt eine andere Perspektive einnehmen mussten, um zu überleben. Man ist Überlebender. Das
Es sind viele Narben, die der Weg einen abverlangt hat. Ne? Und diese Narben lassen mich eben, weil am Anfang, als die zwei Verluste eingetroffen sind, da stand man da wie der Depp. Da predigte man irgendwelche Regeln. Und das ist Stolz, wenn man sich an seine Regeln hält. Natürlich. Aber was ist heute passiert? Naja, zwei Strategien haben sich ausgeglichen, plus minus null. Ich kann damit leben. DAX läuft noch eine Position, aber wir sind durch. Ne, und dann kann man sich ja auch nochmal die Exekution anschauen, Slippage, dies, das, jenes. Aber so ist der Tag halt heute gelaufen. Ich kann ja nicht am Anfang des Webinars sagen, wir müssen uns an die Regeln halten, man muss ein kalter Trader sein, kein Ego, kein Ego, kein Ego, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Deswegen haben wir das Webinar noch ein bisschen länger gemacht, weil hier sieht man halt, wie der Tag halt eben laufen kann. Ich trage dann eben ein Plus, Minus, Null ein und dann ist das eben so, wie es ist. Ist aber ein angenehmer Tag und ich weiß, ich kann mich an meine Regeln halten. Ich bin jemand, der ein profitables System umsetzen kann. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss, der auch zeigt, dass wenn man sich an seine Regeln hält, dass es auch belohnt wird. Und das ist eben der Stolz. Mich macht das jetzt hier sehr, sehr stolz. Mich persönlich. Das ist die Anerkennung, dass man sich an seine Regeln halten konnte. Das ist auch, was das angeht, eine Frage, wie man sich selber sieht. Ich möchte halt jetzt nicht mehr nach dem Webinar einen Kaffee holen gehen und sagen, oh Mensch, jetzt hast du dich da verzockt und jetzt hast du das gemacht und was werden jetzt die Leute denken? Jetzt kann man halt einfach knallhart seinen Kaffee trinken, Musik hören und sagen, so, das war jetzt der Handelsmorgen, 11.13 Uhr ist rum, hab dann noch eine Konferenz mit dem Programmierer, ein paar Strategien werden auch noch umgesetzt. Das heißt, der Tag ist noch jung und frisch. Und in diesem Sinne hoffe ich zumindest, dass ich Ihnen wichtige Aspekte des Börsenhandels mitgeben konnte, unter anderem sowohl im automatischen als auch im diskretionären Bereich. Ich bedanke mich auch für JFD für die Chance. Wenn Sie sich für solche Strategien interessieren, wenn Sie von Leuten lernen wollen, die das hauptberuflich machen und auch durchziehen mit Echtgeld vor Leuten, kommen Sie heute Nachmittag auf die Homepage, JFD Free, wie gesagt, ist eine schöne Variante. Und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden und wir hören uns, wenn Sie mögen, heute Abend wieder. Die Aufzeichnung wird dann online gestellt. Das besprechen wir dann auch noch mit JFD. Chris, hast du noch was auf der Agenda oder bist du schon in irgendwelchen Vorbereitungen für zukünftige Meetings? Weil ansonsten von meiner Seite aus sind wir fertig. Ja, zu teilen. Morgen bin ich auf jeden Fall auch in Frankfurt nochmal unterwegs mit interessanten anderen Fortsetzungsgesprächen. Nichtsdestotrotz auch dir vielen Dank an der Stelle. Gutes Webinar, vielen Dank. Auch interessanter Abgang nach dem Motto jetzt wirklich nochmal gesehen, dass die Trades eben tatsächlich kurz vor dem Take Profit auch drehen können und dann doch noch reinlaufen. Aber du hast doch beschrieben, was wäre wenn. Also wirklich ein Rundum Paket, die Überlänge definitiv akzeptabel. Wie gesagt, du bist nicht der Erste, wo wir das gemacht haben und du bist seit langem der, wo wir das tatsächlich jetzt auch nochmal umgesetzt haben, dass wir hier ein gutes Stück überziehen. Manchmal machen wir ja auch noch ein Nachmittags-Event, brauch's heute gar nicht. Wie gesagt, Link ist da. Ihr könnt den Dennis heute Abend nochmal über die Schulter schauen. Da wird auch das eine oder andere eingehen vielmehr. Und wie gesagt, die Free-Aktion, die dient euch, liebe Leute, die dient eurem Handelsanspruch, besser zu werden, Tools zu nutzen, die schon langere Testreihen hinter sich haben. Und wie gesagt, wir begrüßen euch bei JFD beim Service von Dennis. Infos dazu folgen, geht manuell auf die Seite am Nachmittag, beziehungsweise schaut in eure Mailbox, wo es den Webinar-Link auch heute gab zu diesem Event. Und da könnt ihr euch alles sozusagen einverleiben, was von Interesse ist. Ich freue mich auf jeden Fall, euch als Kunden zu begrüßen. Freue mich, wenn ihr profitabel seid, wenn ihr den Weg findet, wenn euch das Webinar Mehrwert gegeben hat. Wir werden die Aufzeichnung rumschicken. Auch da gerne auf YouTube den Daumen hoch, weil genau darum geht es auch, dass wir neben dem positiven Feedback auch hier mitbekommen, dass es euch gefallen hat. Und Dennis hat sich schon verabschiedet. Ich möchte an dieser Stelle auch euch noch einen schönen sonnigen Tag wünschen, eine schöne Mittagspause. Dennis, lass dir deinen vielleicht jetzt dann vierten Kaffee schon schmecken, weil ich weiß, du bist dann ein bisschen Kaffee-Fetisch. Also lass es dir da auf jeden Fall schmecken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Webinar-Event so gut besucht war. Wirklich, wir waren gut dreistellig unterwegs und da freue ich mich auf jeden Fall auf eine Fortsetzung, die es mit Sicherheit geben wird. In dem Zusammenhang, liebe Leute, vielen Dank für euer Dabeisein. Happy Trading, passt auf die Märkte auf. Und Dennis, dir nochmal vielen Dank. In dem Sinne, auf bald, beste Grüße. Ich schalte gleich ab und in diesem Sinne viel Erfolg bei allem, was ansteht. Ciao dabei.
Auf Wiedersehen auch von meiner Stelle. Ciao, ciao.